Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Heute mit dabei, wo fange ich denn an? Ich fange an bei Yamera, die spielt Liberie. Guten Abend. Ja, der D-Rex spielt den Gabrieliten Daniel. Und hat keinen Ton. Warum nicht? Hast du Ton? Spreche er mit mir? Er hat Hallo. Keinen. Ah, jetzt hat er Ton. Tja, die Gabrieliten können sich keine vernünftigen Mikrofone leisten. Ja, Feder, da musst du einschreiten als Michaelitin, Zetariel. Ich erteile dir mit dem Befehl, dir ein besseres Mikro zu besorgen. Guten Abend zusammen. Ja, dann haben wir Hotney, der spielt Inariel, den Ureliten. Hallo, schönen guten Abend. Ja, und last but not least, Lokis Vibe spielt Lyriel, die Raphaelitin. Guten Abend. Ja, wir spielen heute eine Runde, wie man an den Namen vielleicht schon erkennen kann, Engel. Aus dem noch schönen Verlag, der leider Insolvenz angemeldet hat, mit Feder und Schwert. Und momentan gibt es noch einige Restposten dieses tollen Regelwerkes reduziert im Uhrwerk-Shop. Also falls ihr da dem Uhrwerk und dem Feder und Schwert Verlag noch ein bisschen Geld zuschießen wollt, dann schaut doch da mal vorbei. Ja, was ist Engel? Wir spielen im Jahr... jetzt habe ich mich selbst erwischt. Moment, ich blende euch einfach mal die Karte ein. Da steht es nämlich drauf. Guck mal. 2654 ist die Karte und wir spielen 2655 in einem alternativen Zeitrahmen der Zukunft Europas. Wie ihr auf der Karte erkennen könnt, ist Europa mittlerweile etwas geschröpft durch mehrere Naturkatastrophen. Ja, gebeutelt. Wenn ihr genau wissen wollt, was in diesem Setting abgeht und warum Europa so komisch aussieht und was das für merkwürdige Linien sind, dann schaut bitte die anderen Teile nach, weil ich erzähle es jetzt nicht nochmal. Das habe ich, glaube ich, jetzt 5-mal gemacht oder so. Ja, ihr müsst wissen, dass meine Spieler Engel spielen. Eine Engelsschar, komplett aus 5 Engelsorden zusammengesetzt. Und falls ihr euch mit dem Engel-Universum auskennt, dann Vorsicht, denn ich spiele eine qualifizierte Version des Settings. Zum Beispiel ist bei mir nicht grundlegend Lesen und Schreiben verboten, wie in dem normalen Setting, sondern eigentlich eher nur so ein bisschen verpönt. Und es können mehr Leute lesen und schreiben, als eigentlich im Setting vorgesehen. Weil ich finde das sonst ein bisschen eigenartig, dass da sonst eigentlich trotzdem jeder lesen und schreiben kann, ohne dass irgendeiner sich daran Anstoß nimmt. Ja. Und außerdem sind in der Timeline ein paar Sachen passiert, in der offiziellen Timeline, die bei uns nicht so oder anders vonstatten gegangen sind. Also falls ihr euch da auskennt, wundert euch nicht, dass bei uns ein paar Sachen anders sind. So, aber wir haben schon einen Teil gespielt vor einem Monat. Letztes Mal hat uns ja die Seuche heimgesucht. Deswegen erzähle ich euch ganz kurz, falls ihr den ersten Teil verpasst habt, was passiert ist. Wir befinden uns in Roma Aeterna. Der heutigen Stadt Rom. Inzwischen heißt sie Roma Aeterna, die Hauptstadt der angelitischen Kirche und Hauptstadt Europas, der Mittelpunkt der Welt. Und wir befinden uns hier im Michaelitenhimmel, wo die Michaelitin Zetariel von den Kirchenobersten eine Aufgabe bekommen hat, nämlich eine neue Schar zusammenzustellen und diese gen Norden zu führen. Denn vor einiger Zeit ist im Norden, in Norwegen, Trondheim, der dortige Himmel, durch das Fegefeuer zerstört worden. Und dementsprechend sind die Menschen dort etwas, verunsichert und teilweise von der Kirche abgefallen und durch barbarische Stämme verunsichert worden und verdrängt worden. Und deswegen soll Zetariel mit ihrer Engelsschar
einen Außenposten für die angelitische Kirche, ein leuchtendes Vorbild im Norden, einen Ankerpunkt setzen und dort einen Schrottbaron, der sich dort niedergelassen hat und ausbreitet und seine merkwürdigen kirchenfeindlichen Lehren und Ketzereien verbreitet. Erstens vertreiben oder vernichten und zweitens den Menschen wieder Hoffnung geben, dadurch, dass die Engel so nah beim Fegefeuer nun auch präsent sind und die Kreaturen des Bösen, die Traumsaat, die aus diesem Brandland, was das Fegefeuer hinterlässt, herauskommen, ebenfalls zurücktreiben können. Citaria hat sich entschlossen, die Elite auf ihrer Liste stehenden Engel auszuwählen. Nämlich die hier anwesenden anderen Engel der anderen Orden. Denn eine gute Engelsschar besteht aus Mitgliedern allen Ordens. Und hat zuerst Inariel kontaktiert, der seines Zeichens als Urielit natürlich dafür prädestiniert ist, alle anderen Engel irgendwo zu finden, wo auch immer sie sich in Roma Aeterna gerade aufhalten. Was dieser auch gewissenhaft getan hat. Und Daniel beim Krampftraining, Lyriel im Kräutergarten des Himmels und Liberiel natürlich in der nicht so großen, aber immerhin präsenten Bibliothek, eingesammelt hat. Und die Gruppe war sehr freudig, teilweise etwas entsetzt, dass es jetzt wieder in eine normale Schar geht. Und Citariel hat mit harter Hand und Disziplin gedroht und eine kleine Zusammenführung organisiert. Und habt ihr euch zusammengefunden. Und am Ende des letzten Teiles habt ihr alle voneinander mitbekommen, dass alle von euch, außer bei Inariel, da ist es noch nicht so ganz klar, was bei dem war, aber irgendwie scheinen alle so ein bisschen Probleme zu haben mit ihrer Vergangenheit. Das wurde bei dem einen oder anderen deutlich. Und ich wurde darauf angeschrieben, also im Kommentaren unter dem ersten Teil, was denn da jetzt genau passiert ist und was konnte man ja gar nicht reden, wir hätten das ja viel erzählen müssen, aber warum denn, Leute? Lasst uns doch mal, das kommt vielleicht noch. Ja, also, was da mit Citariel, Daniel, Liberiel, Lyriel und Inariel in der Vergangenheit passiert ist, das kann ja noch Thema werden. Und wenn es nicht Thema wird, dann ist es auch nicht so interessant genug. Ja, heute sind zwei Leute nicht bemalt. Ja, Steelhammer, ja, das, dann musst du leider dich an Hotneys Arbeitgeber wenden, der ihn viel zu lange auf der Arbeit festgehalten hat. Schreib einen Beschwerdebrief, dann beim nächsten Mal geht's wieder. Ja. Genau. Ich crashen die E-Mail-Server da. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sehr der Steelhammer das will, dass Hotney bemalt ist. Die Karten heute nicht vergessen. Ja, Karten braucht man nur dann, wenn sie wirklich relevant sind. Ja. Okay. Wir befinden uns also immer noch in Roma Aeterna im Himmel und ihr hattet euch angeschickt, euch vorzubereiten auf den langen Flug gen Norden Richtung Trondheim. Wir haben ein bisschen in der Pause zwischen den Teilen mal ein bisschen überschlagen, wie lange ihr wohl als Engel dafür brauchen werdet. Immer im Hinterkopf haben, dass mit Liberiel ein Engel in eurer Schar ist, der das Fliegen nicht sonderlich mag. Also ich bin so auf 5-6 Tage plus gekommen, die wahrscheinlich wären. Und ich denke, so in dieser Größenordnung werdet ihr als Engel wahrscheinlich auch planen können. Ihr kennt ja eure Fähigkeiten mehr oder weniger. Und ihr hattet alle ein bisschen Hausaufgaben bekommen von Citariel und hattet euch auch entschieden, ohne Unterstützung der Kirche in den Norden zu reisen, komplett als eigene Schar einfach drüber zu fliegen, nicht mit dem Wagen oder mit dem Schiff oder sonst irgendwie zu reisen, sondern ganz alleine mit wenig Ausrüstung. Und wir sind dabei geendet, dass ihr vorbereiten wolltet. Was machen denn die einzelnen Engel so zur Vorbereitung? Also ich habe ja herausgefunden, ich habe ja gefragt, die liebe Liberiel hat gesagt, die haben keinen Kartenraum hier in Roma Aeterna. Das ist ziemlich ärgerlich. Das heißt,
Naja, Zitariel hat gesagt, wir müssen morgen oder so fertig sein mit den ganzen Vorbereitungen. Das heißt, so ein bisschen Zeit habe ich ja. Also muss ich einfach mal in die Stadt fliegen. Und wenn ich da schon lang fliege, ich hoffe, also eigentlich, ich bin auf der Suche nach einem Urieliten. Wenn ich diesen spannenden Fischhändler finde, dann muss ich da noch mal zugucken. Vielleicht hat Ja. der ja auch Ahnung von Skandinavien, weil Fische und Nordsee und so, das gehört zusammen. Ja. Ja. Wobei ich nicht denke, dass dieser Fischhändler weiß, was die Nordsee ist, aber ja. Ich werde ihn auch nicht fragen, weil das ist meine Ausrede. So, ja. Ja, also ich fliege ein bisschen durch die Stadt, lass mich ablenken, aber im Zweifelsfall suche ich nach einem Urieliten, der mir hoffentlich was erzählen kann über Skandinavien. Okay. Ja, dann ist Inariel erstmal auf dem Weg irgendwie kreuzend über der Stadt. Ein bisschen mehr verbleibend auf dem Markt, wo es die Fischhändler gibt und sich dort auf den Dächern niederlassend und die Markthalle durch die Dachfenster beobachtend. Wo ist denn Lyriel unterwegs? Was plant Lyriel für die Reise, wenn überhaupt? Ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, sollte Lyriel sich um Proviant kümmern, beziehungsweise sonstige Sachen, oder? Ja, gut. Ja, dementsprechend wird es auch überschlagen. Ja, wie lange werden wir ungefähr brauchen? Wie ich gerade Ja, sagen, wie? du schätzt so 6, 7 Tage oder noch mehr, Hm, je genau. nachdem, wie schlecht Liberiel fliegen kann. Ja gut, das weiß ich zwar jetzt nicht, aber ich bin grundsätzlich geneigt, eher mehr mitzunehmen, weil ne, ich will ja alle meine Scharmitglieder ordentlich bei Kräften halten. Lang ist ja egal, wie lange es jetzt genau wird, wird ein langer Flug. Also halt entsprechend auch ja, Sachen, die wirklich gut Kraft geben, würde ich dann schauen, dass ich was organisieren kann. Aber halt natürlich auch ja, Sachen, die sich auch einfach halten, dann ein paar Tage lang. Weil gut, Dir kommt in der Schicht. zugute, dass die Engel Ja. generell nicht viel Essen brauchen. Ja. Also, so viel müsst ihr an Proviant nicht mitnehmen. Und das meiste, was ihr wozu ihr euch nehmen müsst, ist irgendwelche Flüssigkeit, Wasser oder so. Aber das kann man halt zur Not auch irgendwo aus irgendeinem Bach oder so nehmen. Ja, dann würde ich vor allem so ja, getrocknete Hülsenfrüchte oder sowas mitnehmen, woraus man dann halt eine nahrhafte Suppe machen kann. Ja, sowas alles, was sich halt gut transportieren lässt, aber halt auch, ja, auch nahrhaft ist und Kraft gibt. Okay, Ja. also suchst ebenfalls nach Essen, was sich länger hält. Vielleicht wirst du dann Inariel auf dem Marktplatz sogar begegnen, wenn der da oben sich auf dem Dach herumtreibt. Oder wo willst du denn nach Essen suchen? Ich würde tatsächlich erstmal hier, also halt im Himmel erstmal nachfragen, weil ich habe kein Geld, also halt kein Handelsgut, was auch immer. Ja, würde dementsprechend da erstmal nachfragen. Ja, ansonsten, wo ich halt dann was kriegen könnte. Okay. Ja, dann bist du erstmal im Himmel unterwegs und nicht irgendwie auf dem Marktplatz. Das Genau. heißt, du wirst die Nariel nicht über den Weg laufen. Wie bereitet sich denn Liberil vor auf die lange Reise in den Norden? Als wir Liberiel das letzte Mal gesehen haben, hatte der Gabriel Lizzi in Schlepptau genommen und Ja. wollte ihre Unterstützung in der Bibliothek. Die Aufgabe hat Liberiel ja auch bekommen von Kitariel, da dem Gabrieliten zu unterstützen. Und der soll, glaube ich, sich über Regionen, Feinde und solchen Kram informieren. Das heißt, sie hilft ihm erstmal, die notwendige Literatur rauszugraben und wird sich selber auch mal mit der Geografie nicht unbedingt, aber mit der Kultur und vor allem der Baukultur Skandinaviens beschäftigen. Kitariel hatte irgendwas davon gesagt, dass Liberiel sich angeblich so gut mit Architektur auskennen würde. Vermutlich weiß unsere werte Michaelite nicht, dass es sich um
Architektur für Gasthäuser oder Theater dabei handelt. Jetzt geht es aber darum, um den Stützpunkt aufzubauen. Ich suche also Literatur zu Festungsbau und Belagerungsanlagen und Schutzwälle. Ja. Ja, wie gesagt, die Bibliothek hier im Michaelitenhimmel ist nicht zu vergleichen mit der Bibliothek in Ramilsland. Zur Not gehe ich mal rüber in das Land hinterm Horizont und würde mich mal einen kurzen Abstecher ins freie Land machen und schauen, ob ich da... Da war ja dieses Gebäude, das so überquellte vor lauter Schriftrollen, ob ich da bei einer Sichtung was auf Anhieb finde. Ja, ansonsten muss ich vielleicht mal stöbern gehen. Ja. Daniel, begleitest du Liberiel immer noch oder wo bist du? Ja, wir sollten uns ja über den Schlag Menschen, Feinde, Regionen und so informieren. Würde mich bei der Suche selber beteiligen, mich aber auch nicht so geschickt dabei anstellen und deshalb immer wieder mal wahrscheinlich ziemlich nervige und aus Liberiels Sicht dumme Fragen stellen. Ja, dann stell doch mal eine Frage, wenn du da bist. Hier, du könntest mal in diesem Buch lesen. Das ist gar nicht so alt, interessanter wäre vielleicht. Hier, das hier kannst du auch mal noch durchgucken. Guck drauf, sehe, dass du mir ein Kochbuch da hingelegt hast. Das hat nichts mit unserem Auftrag zu tun. Heimische Küche schafft Vertrauen. Aber wir sollen den Stützpunkt verteidigen. Wie hilft da Kochen? Wenn die Menschen uns vertrauen, müssen wir sie uns nicht vor ihnen verteidigen. Vertrauen? Kein Kampf. Viel Kampf, wenig Vertrauen. Das ist Diplomatie, ich weiß. Ach, das ist diese Diplomatie, von der alle reden. Du machst sicher Diplomatie mit dem Schwert. Ich denke, Kitariel und ich machen eher Diplomatie mit dem Mund. Okay. Gegen Traumsaat ist meine sicher effektiver. Mit Traumsaat wird auch nicht verhandelt. Das wäre auch lächerlich. Ja. Ja, wäre es. Es sind verlorene Kreaturen, die nicht auf die Erde gehören. Nicht unter Menschen gehören. Die gehören weg. Okay. Ich schaue mir das an. Ich verspreche dir nicht, dass mir das was hilft. Ich schaue noch da hinten, ob ich vielleicht irgendetwas über Verteidigungsanlagen finde. Das ist ein Buch. Ich ziehe noch so ein weiteres schmales raus über Feste, die dort gefeiert wurden. Ich mache das auf. Hier steht was von Julfest und Lucia-Fest. Das ist, naja, später im Jahr aber. Und das brauchen wir für Diplomatie. Für Kultur. Feste sind Kultur. Wir hatten auch den Auftrag, etwas über die Menschen herauszufinden. Das heißt, nicht nur herausfinden, wie man sie effektiv umbringt. Okay, ich gebe mir Mühe. Kannst du eigentlich noch etwas außer kämpfen? Schwimmen, klettern, fliegen. Schwimmen ist bestimmt nützlich. Vielleicht kannst du nach Krebsen tauchen. Krebse sind bestimmt lecker. Das ist möglich. Stehen die auch in deinem Kochbuch? Ja, natürlich. Da war vorhin noch irgendein anderes Fest, wo es Krebse gab. Ein Krebs, ein Lied, ein Schnaps. Ein Krebs, ein Lied, ein Schnaps. Da, schau! Du siehst nur einen sehr, sehr verwirrten Blick bei Daniel, wie er da drauf guckt. Oh, schau mal, da ist sogar ein Lied dazu. Mit Noten. Ha. Ich fange an, für mich hin zu pfeifen. Ich nehme den Stapel Bücher
Kannst du ein Musikinstrument spielen? Nein. Warum? Eine Trommel wäre vielleicht gut. Dann können wir musizieren. Musik macht Freude und tanzen auch. Vielleicht finde ich irgendwo ein Buch über die Tänze von dort oben. Dann wende ich mich ab und lasse dich stehen und verschwinde in der nächsten Regalreihe. Ich gehe mit dem Stapel Bücher an irgend so ein Lesepult und im Weggehen schüttel ich mit meinem Kopf. Du hörst irgendwo noch ein leises Pfeifen. Bis dann irgendwo herkommt, sei still! Hier wird nicht gepfiffen! Und werde ich still. Bis es irgendwann poltert, weil irgendwo Bücher aus dem Regal fallen. Tja, was macht denn Citariel währenddessen, um sich vorzubereiten? Hoffentlich nicht mitbekommen, dass einer meiner Schar versucht, heidnischen Festen zu frönen. Cetariel wird ihre Sachen packen in der Zelle, in der sie im Moment, also der, die sie zugewiesen bekommen hat nach ihrer Ankunft. Sie hat die meiste Zeit hier in der Kirche verbracht, deswegen ist ihr Bündel eigentlich recht unangetastet. So, da steht ihr Schwert und so ein paar Wechselklamotten und halt so ein Beutel. Aber Cetariel hat letztes Mal, also jetzt vor kurzem, ja einen Brief bekommen, der sie an etwas Wichtiges erinnert hat, was sie unbedingt noch vorher tun muss, bevor sie aufbricht, weswegen sie sich nochmal im Geist an ihre Geschwister wendet, sofern sie sie noch erreichen kann, weil ich glaube, Lyriel und Inariel sind zu weit entfernt mittlerweile, dadurch, dass sie in der Stadt sind, aber die werde ich nachher halt suchen, wenn ich da dann drüber fliege. Bedeutet, ich wende mich erstmal an Liberiel und Daniel und meine, ich werde jetzt für ein paar Stunden fort sein. Gibt es noch irgendetwas Dringendes, das ihr mit mir besprechen müsst? Nein, wir haben alles im Griff, denke ich. Viel Erfolg bei euren Tätigkeiten, Kitari. Dankeschön. Wo können wir euch denn finden, wenn etwas sein sollte? Wir Ich bin in ein Befehle paar oder Stunden wieder hier. Informationen? Ich denke nicht, dass etwas passiert, sofern ihr nicht die Bibliothek anzündet oder den Himmel einreißt, aber davon würde ich euch im Allgemeinen abraten. Mein Himmel einreißen ist, denke ich, wirklich schwer. Sollten wir. Ja, ein paar Stunden ist ein wenig ungenau. Es werden wahrscheinlich zwei oder drei sein. Ich werde nicht allzu lange fort sein. Gut, wir werden euch suchen, solltet ihr nicht nach 3,5 Stunden zurück sein. In Ordnung. Ja, und dann spürt ihr, wie sich mein Geist aus eurem zurückzieht. Endlich wieder allein. Wie wäre halt so stocksteif im Gang gestanden, so ein Buch an die Brust gedrückt. Mit großen Augen immer gedacht, darf ich das sagen? Darf ich das sagen? Ja, ich muss das sagen. Aber. Und wenn dann diese Präsenz weg ist, so ein. Ja, und dann geht Cetariel zur großen Außenplattform, also zur Starterplattform oben am Himmel. Streckt die Flügel, vor allem den linken, den muss man immer so ein bisschen mehr bewegen, bevor man damit wirklich abheben kann. Ja, und lässt sich dann von der Plattform fallen in einen leichten Sinkflug über die Stadt und ruft im Geiste mal nach Inariel und Lyriel und guckt mal, wann sie da auf eine Antwort kommt. Ja, wenn du rufst, dann werde ich gerade so wieder auf so eine Dachkante setzen. Ja, du siehst halt kurz noch irgendwie so Bilder, wo ich halt Leute beobachte, irgendwie so ein Pärchen von Menschen, so ein Junge und eine junge Dame und ein junger Bursche, die sich so auf dem Markt näher kommen. Er ihr gerade eine Blume schenkt und dann so, ja. Ich bin fast soweit. Aha. Ich wollte sagen, dass ich jetzt 2 bis 3 Stunden fort sein werde.
Gut. Danach werde ich euch wieder zusammenrufen und dann können wir schauen, wie weit ihr bis dahin seid. Wohin gehst du? Ich habe etwas zu erledigen. Ich sollte vielleicht wissen, wohin du gehst, weil ich kann die anderen zu dir führen. Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Gut, ich verstehe. Wünsche ich dir viel Erfolg. Vielen Dank. Lyriel, brauchst du noch etwas? Nein, danke. Ich weiß soweit Bescheid und ja, kriegst irgendwelche Eindrücke von ja, Essensgeruch, weil ich gerade in der Küche bin, um da nachzufragen und irgendwie dann vielleicht noch ein paar ja, ein, zwei Töpfe oder so, wo man auch die Sachen rein... Ja, bin beschäftigt. Daniel und Liberia sind im Moment in der Bibliothek. Nur damit ihr wisst, wo ihr sie findet. Danke sehr. Gut, dann bis später. Und dann ziehe ich mich auch aus eurem Geist wieder zurück und ihr seht quasi oben den weißen Punkt von Cetarile, wie er so einmal Richtung außerhalb der Stadt fliegt. Ich fliege hinterher. Das war mir so aber ich rechne damit. Kann ich gucken, ob ich ihn entdecke? Ich würde natürlich, weil ich weiß, dass sie damit rechnet, würde ich eine Engelskraft aktivieren, um wie ein Dieb in der Nacht ungesehen zu bleiben. Entschuldigung, wie sieht das aus, Inari? Ich habe mal gemütet, Entschuldigung. Ich sehe tatsächlich, als sie das dann gesagt hat, und ich habe mir da auch so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich weiß, dass es ungehörig ist, sie jetzt zu verfolgen, aber ich weiß auch, dass es ungehörig ist, hier einfach aus eigener Faust irgendwelche Dinge zu machen. Nur weil sie die Michaelitin ist, muss sie das ja hier nicht, muss sie ja nicht über den anderen stehen. Und denk mir, ja, wo, sie war eben noch in der, da oben in dem Räumen. Das heißt, diese Plattform müsste es sein, werden losgeflogen sein. Hab dann auch gesehen, wie sie hochgeflogen ist. Und was ich tue, ist auch erstmal zu den Turm höher zu fliegen und dann ziemlich weit noch ein Stück über sie zu fliegen. Und man sieht dann, dass Inariel seine Flügel ausbreitet. Und er hat ja im Gegensatz zu den anderen sehr braune Flügel, wie von einem Greifvogel. Und man sieht ihn eigentlich erst recht deutlich und dann scheint es mit den Wolken, die am Himmel stehen, so ein bisschen zu verschwimmen. Und es ist schwer zu erkennen, ob da jetzt Wolken oder ein Engel fliegt. Okay. Also durch die Engelskraft verstärkt folgst du in einigem Abstand Cetariel. Ja. Gut, wir gehen noch mal ganz kurz zurück in die Bibliothek, wo Liberiel sich ja an Bücher geklammert hat. Kurz hat Daniel gesehen, wie Liberiels Augen so ein bisschen sich nach hinten drehen und sie stocksteif einfach stehen geblieben ist. Kennst du schon von deinem Rameliten, der das früher auch öfters gemacht hat? Die sich wohl in einer Art Meditation befinden und dadurch auf irgendeine merkwürdige Art und Weise Wissen erlangen, wie auch immer das funktioniert. Ja, diese Bibliothek ist relativ klein im Vergleich zu denen, die man in Ramiels Land finden kann. Trotzdem für Daniel natürlich unglaublich groß und so viele staubige Bücher irgendwie ziemlich langweilig. Hast ja auch den Bücherstapel einfach so mal auf diesen Tisch drauf fallen lassen. Ihr habt ein lautes Psst geerntet. Und wie sehr ist Daniel denn irgendwie gerade irgendwie so aktiv? Oder wie sehr ist er in Hab-Acht-Stellung oder erwartet er immer irgendwie, dass jemand um die Ecke kommt, der euch was will oder so? Ist er gerade im Beschützermodus für Liberiel oder wie ist das? Wie ist er gerade drauf?
Ich höre dich gerade wieder nicht. Außer Rauschen, das höre ich. Nee. Ruckelt auch so ein bisschen, ne? Ja, ja. War auch eben nicht synchron mit seinem Gesprochenen. Jetzt? Ah, jetzt kommt das, ja. Ja, die Bibliothek ist ja gerade für Daniel ein äußerst ungewohntes Territorium. Deshalb, weil er es nicht kennt, achtet er besonders auf jedes Geräusch. Das sollte nicht so schwer sein. Es ist recht ruhig hier. Also wenn da was auffällt, würde er das mitbekommen. Er schaut sich die Bücher an, die er da stehen hat, blättert die durch. Wenn mal irgendwie eine Überschrift aufgetaucht ist, die er für nützlich empfindet, wird er dann auch mal so die ersten 3-4 Sätze lesen, bis er dann merkt, dass er es nicht versteht und sie dann auf den Stapel legen mit Liberiel-Fragen. Der Stapel wächst. Ja. Eigentlich ist es nichts mit Schwertern, nichts mit Kampf, nichts mit Gegnerkunde. Das ist eigentlich total nutzlos, was Liberiel hier rausgesucht hat. Genau. Ja. Ja, Liberiel hat sich zurückgezogen in das Reich hinter dem Horizont. Und du wolltest ja wahrscheinlich direkt aus deiner Taverne heraustreten und dieses große Gebäude finden, das so vollgestopft ist mit Wissen. Und wie es die Rameliten so vermögen, ist ein instinktiver Geist, zieht dich zu der richtigen Ecke und du suchst ja nach Belagerungsformations-, architektonischen Dingen, wie man am besten Wälle baut und ja, Verteidigungsanlagen errichtet und so. Und tatsächlich findest du dann tatsächlich da Schriftrollen. Ja, das ist doch spannend. Wenn ich schon hier bin, ich würde mal gucken, ob ich was zur Geschichte finde aus der Region oder aus Skandinavien, Norwegen. Mhm. Ja, du findest natürlich da ganz viele Sachen über den Raguelitenorden, denn das ist ja Raguels Land da oben. Mhm. Die Bewahrer der Technik. Mhm. Und seit neuestem halt Berichte über den Niedergang dieses Ordens, denn deren Himmel wurde ja zerstört durch ein Fegefeuer, das über das Land des Himmels hinweg geprescht ist. Da seitdem her gibt es nur noch eine Handvoll Ragueliten in der angelitischen Kirche. Es gibt Gerüchte davon, dass viele Ragueliten, nachdem ihr Himmel gefallen sind, verrückt geworden sind. Einige sind zurückgekehrt zu Gott, haben den Rücktritt angetreten, sind durch die letzte Weihe gegangen und viele sind aber du findest Berichte darüber, dass verrückt geworden sind. Es ist dann auch einen großartigen Bericht über einen Engel, der flügellos ist, ein Raguelit, der ketzerische Gedanken vor sich gibt und vor gar nicht allzu langer Zeit einen Ketzereiprozess hier in Roma Aeterna hatte. Steht da, wie er verurteilt wurde? Er wurde freigesprochen. Allerdings zu Unmut vieler in der Kirche. Und mit einer sehr kniffligen Beweislage. Steht da, wo er hingegangen ist? Oder? Nein, leider nicht. Okay. Ich mache mir also eine mentale Notiz. Und dann würde ich dich doch mal bitten, mir eine Karte zu ziehen, was für ein Buch oder Text mir noch in die Hand fallen könnte, was meine Aufmerksamkeit erregen könnte. Ja. Du bekommst den Templer. Das 11. Arcanum. So. In der aufrechten Bedeutung. Pflicht, gute Gesinnung, Gleichgewicht, Neuorientierung, Wahrheit, Klarheit, Vereinfachung, Ordnung, Authentizität, Sichtbarmachung, Durchschauen von Täuschungen und Trugbildern und Harmonie. Hm.
Was für ein. Den hätte Kitarion gebraucht. Hat jemand von euch eine schöne Idee? Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Also ich dachte gerade an Märchen, so an diese skandinavischen Trolle. Du nimmst den Templer als Krieger. Der Templer als Krieger? Die Karte an sich einfach genommen. Ist auch was. Ja, vielleicht zusammen mit guter Gesinnung. Ein kurzer Bericht über die Templer, die für den Orden der Ragulliten dort oben gedient haben. Und die da vielleicht noch versuchen, so in versprengten kleinen Grüppchen Stellung zu halten, wo aber auch Kontakte abgebrochen sind. Ja. Genau, sowas wird es auf jeden Fall geben. Also, dass die Menschen, die für die raguelitischen Orden unterwegs waren, dass die entweder in andere Orden übergegangen sind, viele davon in den Ramels-Orden tatsächlich. Weil auch der Ramels-Orden jetzt dafür zuständig ist, das, was überhaupt noch bekannt ist von dem, was die Raguliten da an Wissensschatz gehortet haben. Also sind halt dazu übergegangen, dass sie dasjenige, was jetzt da geborgen worden ist, auch verwalten. Was allerdings sehr, es ist nicht umsonst Technikwissen, was die Raguliten da haben. Es gibt auch Stimmen innerhalb der Kirche, die du finden kannst, zum Raguelsland und Raguelsorden, die ganz klar sagen, das war der Orden, der die Technik behütet. Und die Ordensoberen müssen vom Glauben abgefallen sein, sich dem Herrn der Fliegen zugewendet haben oder sonst irgendwie sündig geworden sein. Weil nicht umsonst ist das Fegefeuer von seiner Bahn abgekommen und durch den Himmel durchgelaufen. Es muss eine Strafe Gottes gewesen sein und wo es kann nur damit zu tun haben, dass sie sich durch die Technik, die sie dort gehortet haben, versündigt haben. Und deswegen achtet dein Orden auch da mit peinlich genau darauf, alles, was der Raguls-Orden als Wissen gehortet hat, das unter Verschluss zu halten. Ja, der verbotene achte Pfad, ne? Ja. Ja, aber ich nehme diesen Bericht auch mal mit, weil das könnte uns für uns ja wichtig sein. Vielleicht ist auch der ein oder andere Name von so einem genannt, von einem der Templer, die vielleicht auch dort oben noch unterwegs sind, tatsächlich, die wir vielleicht später finden könnten und anstellen könnten, sozusagen. Ja. Genau, ja, das nehme ich mit und dann mache ich mich erstmal zurück auf den Weg in mein Gasthaus. Bestell mir da bei den noch recht Gesichtslosen, obwohl mittlerweile geht es läuft eine etwas korpulentere Köchin umher in meinem Gasthaus mittlerweile. Dort werde ich auch einen Becher schönem heißen Früchtetee mit Honig bestellen. Den kann ich hier tatsächlich nicht wirklich trinken, aber mein Erinnerungsvermögen hat trotzdem Geschmack und Geruch dem Ganzen verpasst, sodass ich zumindest die Wahrnehmungseindrücke habe. Ja. Er ist nicht körperlich stillend, aber trotzdem. Und werde das erst einmal lesen, damit ich das nachher vernünftig wiedergeben kann. Man sieht in der realen Welt, wie sich die Gesichtsmuskeln von Liberiel entspannen, ein Lächeln auf sich über die Lippen rüberzieht. Daniel ist ja immer noch vertieft in seinen Literaturen, kann das gerade nicht sehen, weil Liberia zwischen zwei Regalen gerade da steht. Aber was Daniel mitbekommt, ist, dass zwei Templer, zwei Michaelis-Templer den Raum betreten, mit einer schweren, klapprigen Rüstung und dass sie eine Gestalt eskortieren, die sehr eindrucksvoll ist. Wenn du aufschaust, zuerst die Templer erblickst in den goldenen, weißen Überwürfen halt, also die Rüstungen sind golden. Und die Überwürfe weiß, dass Michaels Schlüssel, die haben diesen Schlüssel als Logo,
zeichnen sie ganz eindeutig als hochrangige Michaelis-Templer aus. Und der Engel, der ihnen folgt und den sie anscheinend eskortieren hier in diese Bibliothek entlang, ist eindrücklich und zeigt viele Auszeichnungen und auf jeden Fall auch die Insignien kannst du sehen auf seiner Haut. Er ist ziemlich hellfarbige Haut hat er, ist ohne Haare. Und was am eindrücklichsten ist, neben seiner schwarzen Kleidung, die ihn ebenfalls als ein Mitglied deines Ordens auszeichnet, ist, dass er schwarze Schwingen hat, statt weiße Schwingen. Und den Überwurf, den er trägt, ist zwar mit den Insignien des Gabriel verbunden, aber er hat ebenfalls einen sehr ungewöhnlichen Schnitt für die Kleidung der Gabrieliten. Eine Kapuze zum Beispiel, die er über dem Kopf trägt. So halb über dem Kopf, sodass man den Ansatz der Glatze noch sehen kann. Die Schwingen eingeklappt, aber in deutlicher, dunkler, schwarzer Farbe. Du hast noch nie einen schwarzflügeligen Engel gesehen. Inariel ist schon außergewöhnlich mit seinen braunen Schwingen. Ja, dieser Engel guckt sehr grimmig und du siehst auch an den Auszeichnungen, an den Bändern. Er hat viele von diesen Votivbändern an seine Kleidung. Er scheint schon unglaublich viel Erfahrung zu haben, ist auch viel größer als du, viel älter aussehend. Und vielleicht kannst du sogar Ansätze eines Kinnbartes erkennen, was für Engel jetzt so ziemlich ungewöhnlich ist. Ein schwarzer Kinnbart. Einen so alten Engel hast du noch nie gesehen. Wenn ich das sehe, erkenne ich ja sofort, dass der sehr viel Erfahrung hat, sehr hoch im Rang ist und nehme dann direkt erstmal Haltung an, weil der potenziell wahrscheinlich mir sogar was zu sagen hätte. Ja, die drei nehmen dich eigentlich gar nicht wahr, groß, gehen polternd durch die Bibliothek durch, irgendwie der raminitische Mönch, der hier mit seinem michaelitischen Gesellen in der Bibliothek Dienst schiebt, macht noch ein lautes Pssst, erntet aber nur einen beiläufigen Blick der gepanzerten Templer. Und ja, die beiden Templer und der Engel verschwinden genau in dem Gang, wo Liberiel sich gerade aufhält. Und du weißt gerade, sie ist gerade im Land hinter dem Horizont. Sie wird denen mit ihren riesigen Flügeln wahrscheinlich echt im Weg stehen. Ich gehe mal hinterher, schau mal in den Gang rein, schau, ob Liberiel potenziell wirklich im Weg steht. Ja. Und ich weiß, dass man Ramieliten dann auch sehr gut einfach mal beiseite stellen kann, wird sie nehmen und einfach mal so ein Stück zur Seite drehen, ja. Damit die da durchkommen. Ja, polternd stapfen sie an dir vorbei und drucken sich so ein bisschen über den riesen Flügeln von Liberiel vorbei und erntest ein Kopfnicken des Kapuzierten, also Engels mit Kapuze und den schwarzen Flügeln. Wird Liberiel von der Berührung, wird sie davon gewahr oder was nimmst du davon wahr? Wachst du auf, kehrst du zurück? Wenn er das sanft macht, dann nicht. Wenn es groß klang wird, jetzt gerade nicht so schon sanft. Es war ja ziemlich fix, was er da handeln muss. Und wenn ich wirklich grob packt und wirklich so vom Boden hochhebt und rüberstellt, dann werde ich wahrscheinlich wach werden davon. Ja. Vor allem Fallgefühle reißen sie definitiv sofort raus. Da hat sie nämlich eine ganz schlechte Erinnerung dran. Dann sieht man, wie sich die Augen von Liberiel wieder runterklappen, quasi so kurz einmal zwinkerst, um dir des Lichtes, des normalen Lichtes wieder bewusst zu werden. Und das Erste, was Liberiel sieht, ist dieser schwarze, grimmig da reinschauende Engel mit
schwarzem Bart, der an dir vorbeistapft. Mache ich reflexartig erschreckten Schritt nach hinten und trete dabei wahrscheinlich Daniel noch auf den Fuß und drücke mich so gegen das Regal, dass die Schwingen möglichst flach dagegen liegen. Das ist genau gerade diese Situation, wo er Daniel zunicken wollte. Das heißt, er nickt auch noch in deine Richtung. Mir fällt alles aus dem Gesicht. Ich starre diese schwarzen Flügel an. Und verneige mich dann mal, mich an meine Etikette-Ausbildung erinnernd. Ja, er hat nur kurz in die Richtung von Daniel genickt, sich dann sofort wieder umgedreht und stapft. Das hat dich gar nicht groß beachtet. Mhm, ist okay. Also, gibt es unter so alten Engeln oder unter höherrangigen Engeln überhaupt irgendwie eine Anrede, eine höfliche oder sowas? Ja, ihr seid alle Geschwister. Also Engel sind untereinander auf jeden Fall alle Geschwister. Okay. Natürlich gibt es höherrangige, aber die haben jetzt keine großartige Ehrenbetitelung. Also man bringt ihnen einfach so Respekt entgegen, wie beim großen Bruder oder älteren Bruder, älteren Schwester. Okay. Ja, dann mich flach an das Regal drücken und wahrscheinlich noch murmeln. Seid gegrüßt, großer Bruder. Ja, keine großartige Reaktion. Drehst du den Kopf zu Daniel? Und sieht, wie man, wie sich die Schwingen ein bisschen irgendwie ein bisschen aufstellen. Ein ganz kurzes Zucken der Kapuze, aber dann der guckt sich nicht wirklich um. Dann bleiben sie vor einem Teil des Regals stehen und er kramt ein bisschen irgendwie so, geht mit dem Finger so an den Büchern lang. War ich an dem Regal schon? Habe ich eine Idee, was sich da drin befindet? Da warst du noch nicht. Du bist auch nicht so weit vorne. Schade, wie ärgerlich. Kannst du aber später machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ich schieb mich mal so seitlich und strängel dabei so ein bisschen an Daniel, dass er weggehen soll. Damit ich auch wegkomme von diesem großen schwarzen Engel. Mich dann wieder umdrehen, aus dem Gang raus und mich dann nochmal versuchen, den Büchern zu widmen. Und nach wie vor nicht viel verstehen. Geht wieder raus. Jetzt habe ich sie gerettet. Jetzt brauchen wir wieder zurück. Ich komme dir nach und setze mich dir gegenüber auf den Hocker. Guck dich mit großen, geweiteten Augen an. Niemand hat Daniel befohlen, neugierig zu sein. Ja, genau. Flüstere ich dir entgegen. Ich flüster zurück. Ja. Das ist ungewöhnlich. Haben nicht viele. Der muss sehr alt und sehr, sehr mächtig sein. Ja, und du hast ihm im Weg gestanden. Ja, manchmal, wenn mir etwas wichtig ist, bleibe ich einfach mitten im Gang stehen. Eine schlechte Angewohnheit, ich weiß. Ich versuche daran zu arbeiten. Ich kenne das von euch und wenn ihr aufwacht, seid ihr danach schlauer. Das stimmt. Hast du was gefunden, was uns hilft? Ja, ich denke schon. Also ich habe ein paar Wissensbausteine für Verteidigungsanlagen und sowas gefunden und außerdem etwas, dem wir hier nachgehen könnten. Es wurde, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Norwegen war das Land der Ragoeliten. Davon habe ich in meiner Ausbildung nichts gehört, oder? Das ist nicht wichtig, aber Norwegen generell, der Name sagt überhaupt nichts gegen, also Raguels Land, das wirst du kennen, das ist halt dieses Skandinavische da oben, irgendwie die Inseln da. Warst du halt noch nie. Das da, wo das Fegefeuer über den Himmel drüber gelaufen ist, weil die geketzert haben und dann, ja. Raguels Land, solltet ihr dann vielleicht mehr sagen, nach deinem verwirrten Blick. Norwegen ist eine ganz alte Bezeichnung dafür.
Vorsinnflutliche. Da sollen wir hin. Ja, genau. Die meisten Ragoeliten sind vergangen, sind zu Gott zurückgegangen, nachdem ihr Himmel zerstört wurde. Aber einer hat durch dieses schlimme Ereignis, wie es scheint, seine Flügel wohl verloren. Und ist, hat ein wenig den Verstand verloren und hat hier einen Prozess bekommen. Ja, was du noch, was du noch gelesen hast, ist, dass der wollte wohl Mensch sein. Fand das toll. Hat auch seinen Engelsnamen abgelegt und so. Er hatte sehr seltsame Ansichten, was aber vermutlich auf die schlimmen Ereignisse zurückzuführen war. Und dadurch, dass bei dem Erlebnis er vermutlich seine Engelsseele Schaden genommen hat vielleicht. Er ist aber auf freiem Fuß. Vielleicht können wir ihn finden. Vielleicht hat er Informationen für uns von dort oben. Wenn wir ihn freundlich fragen. Vielleicht im Beisein von Lyriel. Außerdem gibt es dort oben noch versprengte Templer, die sich nicht meinem Orden angeschlossen haben. Die dort immer noch versuchen, Ordnung und Güte aufrechtzuerhalten, gegen die Traumsaat kämpfen und also versuchen, den wenigen Menschen beizustehen. Für Daniel klingt es eher so, hat sich dem Orden nicht angeschlossen, also Ketzer. Warum sollte ein Ketzer Ordnung aufrechterhalten? So in etwa, ja. Ja, du möchtest einen Engel befragen, der seine Herkunft leugnet? Ich habe nicht gesagt, dass er seine Herkunft leugnet. Ich habe gesagt, dass er ein bisschen verwirrt ist. Und er Schaden genommen hat bei der Zerstörung seines Himmels. Wie all die anderen Ketzer verwirrt, die ich bisher so getroffen habe, oder anders Kannst verwirrt? Du doch nicht einen gefallenen Engel mit den Ketzern der Menschen vergleichen. Wenn er ein Mensch sein will? Das habe ich auch nicht behauptet. Wir können ihn ja mal fragen. Vielleicht sind diese Templer auch irgendwie nützlich, um uns zu verteidigen. Die Templer haben nichts mit dem armen Engel zu tun. Die Templer sind zum Teil noch dort oben und versuchen, die Gesetze der Kirche umzusetzen und die Lehren der Kirche aufrechtzuerhalten. Es sind nicht mehr viele. Die meisten haben sich dem Orden der Ragoeliten angeschlossen, damit das Wissen der Ragoeliten nicht verloren geht, damit es irgendwo sicher verwahrt wird und nicht in falsche Hände gerät. Aber die wenigen, die dort sind, vielleicht können wir sie finden, wenn wir dort sind. Vielleicht kannst du mit denen was anfangen. Das müssen wir rausfinden. Ja. Wir springen mal kurz zu Lyriel, während die beiden sich da unterhalten. Lyriel war ja in der Küche und hat sich haltbare Speisen einpacken lassen, in Tücher einwickeln lassen. Und nach was suchst du sonst noch außer Speisen irgendwas anderes noch? Ja, Töpfe und halt entsprechend auch Löffel, dass wir essen können und das natürlich auch zubereiten, weil... Ohne Topf auch keine Suppe. Ansonsten würde ich halt nicht nur die Speisen selber mitnehmen, sondern halt auch zusehen, ich kenne mich ja ein bisschen mit Ackerbau aus, da war ja einiges in Thrals Zimmer. Werde ich halt zusehen, dass ich auch Saatgut mitnehme. Mhm. Einfach. Und ja, entsprechend ja, Wasserschläuche, ja, und dann würde ich halt mal überlegen, wie das aussieht. Ja, das Problem ist, ich weiß natürlich nicht, was da alles vorhanden ist, was Ackerbau angeht. Werkzeuge mitnehmen ist aber schwer. Mhm.
Das heißt, ich weiß nicht, ich würde mir vielleicht mal Notiz machen, dass ich Liberiel ansprechen soll, dass sie halt ne, irgendwie zu sie, ja, weiß ich nicht, dass sie vielleicht auch mir ein paar Bücher raussucht über Schmiedekunst oder sowas. Oder vielleicht, ja, sonst, wenn ich genug Zeit habe, würde ich auch selber dann in die Bibliothek gehen und danach suchen. Einfach, ja, damit ich weiß, dass ich das im Zweifelsfall irgendjemandem erklären kann, dass der mir solche Werkzeuge machen kann. Ja, damit mir du das auch. Du schweifst ein bisschen von hier nach da durch den Himmel. Und, ja, genau. Ja. Als du einmal dann vielleicht auf dem Weg zur Bibliothek zu Liberi und Daniel irgendwie durch den großen Verbindungstrakt kommst, die Herzleitung des Himmels, kommt dir ein großer Tross entgegen. Und es ist von Weitem schon zu sehen, dadurch, dass sich ja einmal auch Sarieliten, also Engel ohne Flügel und die mit Flugplattformen und sonst sich fortbewegen und laut singend durch diese Herzläutung marschieren. Und was du auf jeden Fall sehr eindrücklich findest von diesem Tross, sind zwei komplette Scharen Engel, die große Banner mit sich tragen und eindeutig an ihren Auszeichnungskennungen als Seraphin erkennbar sind. Also eigentlich keine ordentliche Schar sind, sondern dass die Seraphin sind die persönlichen Schutzwachen von Petrus Secundus. Die höchste Engelsehre, die es geben kann. Das bedeutet auch, dass in der Mitte dieses Trosses wahrscheinlich Petrus Secundus selbst ist. Weil warum sollten die sonst da rumlaufen? Ja, ich habe wahrscheinlich irgendwie noch so zwei Beutel mit Saatgut in der Hand, irgendwie Notizbuch noch so gestellt. Gibt's da irgendwo eine Nische? Ja, gibt eine Nische. Wenn du dich in die Nische reindrückst, läuft ja. Der Tross auch an dir vorbei. Den Kram so irgendwie eine Packung, ja, ein Paket irgendwie Erbsen oder so ins Gesicht gerückt, weil wohin sonst damit? Ja, laut singend und Choräle schmetternd bewegt sich der Tross an dir vorbei. Ein paar von geistlichen Würdenträgern tragen auf ihrem Rücken eine große Sänfte, die mit Vorhängen zugezogen, wo Vorhänge zugezogen sind. Und vorn und hinten laufen die Seraphinen und die Sarieliten. Und just in dem Augenblick, als sie an Lyriel vorbeilaufen und Lyriel so von der Seite einen Blick auf diese Sänfte kriegt, ja, geht der Vorhang so ein Stück, also unten so weht so ein kleiner Hauch durch die Herzleitung. Der Vorhang bewegt sich ein bisschen, du kannst einen flüchtigen Blick auf die Person erhaschen, die in der Sänfte drin sitzt. Ein junger Knabe, der irgendwie dann in dem Augenblick dich anzuschauen scheint und genau dich zu fixieren scheint. Aber das ist gar nicht, also wahrscheinlich Petrus Secundus, du hast ihn ja schon mal gesehen. Bei der großen Würde, als dir deine Engelswürde an deine Engelstaufe verliehen wurde. Du erkennst ihn auch wieder. Und aber in dem Moment, als er dich anstarrt, schaust du in Tiefe in die Augenlider, also die Augen, in den Augenhöhlen zurückgezogene Augen, groß dicke Augenringe. Das hat er wochenlang nicht geschlafen oder so. Und es ziehen sich über die Haut leichte schwarze Äderchen und dann weht der Vorhang wieder zurück. Okay, Der sieht krank aus. Ja, ich wollte gerade sagen, ich als Heilerin gehe einfach direkt mal alles durch, was ich gelernt habe und was das für Anzeichen sein könnten. Nicht mal um jetzt irgendwie was, aber einfach nur aus Reflex. So, einfach mal alles runterrappen. Könnte es das sein? Oder dieses? Nee, da fehlen ja noch so und so Symptome. Ja. Ja, dir fallen so ein paar Sachen ein, aber so alles passt nicht so richtig. Du müsstest halt nähere Erfahrungen irgendwie einsammeln, aber es nur von einem kurzen Anblick. Es hat so vielleicht 2-3 Sekunden gedauert.
Na, es ist schwer, jetzt eine Diagnose festzustellen. Ja. Ja, sobald der Was dir aber auf jeden Fall klar ist, ist, dass der lebt seit Hunderten von Jahren. Der war noch nie krank. Mhm. Ja, sobald der Tross vorbei ist und ich mich wieder mehr bewegen kann als so, ja, sehe ich zu, dass ich das Saatgut irgendwie unter den Arm klemme, irgendwie an mein Notizbuch rankomme und mir das aufschreibe, was ich für einen Eindruck da gerade hatte. Und damit ich mir da einfach nochmal Gedanken drüber machen kann. Und warum krank? Ich war noch nie krank irgendwie, ja. Das kommt mir einfach seltsam vor. Ja. Und dann ist der Tross aber auch schon weitergezogen. Ja, wie gesagt, ich kann es ja eh erst aufschreiben, wenn ich mich wieder bewegen kann. Schreibutensilien gibt es in der Bibliothek. Währenddessen folgt Inariel Citariel durch die Himmel fliegend. Genau, da durch den Himmel hat er fliegt. Da hat der hat mir nicht richtig gelesen. Und deswegen würde ich mal bitten, dass du eine Karte für mich ziehst. Oh ja, ob du daran gedacht hast oder nicht. Ne? Ja, allgemein an die Szene, ja. Oh ja, das ist eine schöne Karte. Moment, ich blende sie auch gleich ein, aber erstmal für dich. Ja, gut, alles klar. Das 9. Arcanum, der Monarch in umgedrehter Bedeutung, Torheit, Unreife, Narretei. Ja, das passt perfekt. Und zwar, so wie ich das vorhin beschrieben habe, ist Inariel losgeflogen. Und die Auszeichnung, wie hieß es, das zweite ist das Sigil, genau. Mhm. Das habe ich ja noch gar nicht lange. Und dementsprechend bin ich mit diesen neuen Kräften, ich weiß, ich habe davon gehört, ich habe das auch gelernt, dass ich mich sehr gut anpassen kann. Aber so ein Narr, wie Inariel nun mal ist, hat er nicht daran, ihm wurde gesagt, du kannst dich anpassen, deine Kleidung aber nicht. Naja, daran hat er jetzt nicht gedacht und er versucht aber trotzdem, was er auch gelernt hat, er versucht hinter Citariel zu fliegen, so dass sie auch, wenn sie zurückgucken würde, in Richtung Sonne schaut, müssen wir schauen, in welche Richtung wir fliegen, dass das auch klappt, dass sie ihn nicht so wirklich sehen kann. Aber es funktioniert nicht so gut, wie Inaria sich das gedacht hat, dort zwischen Wolken und Himmel zu verschwinden, sondern man kann ihn wahrscheinlich sehen, wenn man da noch Ausschau hält. Aber ansonsten, daran denkt er jetzt nicht und verfolgt einfach. Ja, wie ist das, Citariel? Soll ich für dich eine Karte ziehen oder möchtest du selber bestimmen, ob du den siehst oder nicht siehst oder ob du irgendwas ahnst? Du bist gerade eingefroren, ne? Wenn ich das so sehe. Ha? Nee, doch nicht. Wie ist das bei dir, Feder? Hörst du uns noch? Anscheinend nicht. Hallo? Offensichtlich sind wir bei ihr gerade weg. Ja, ich kann das für sie beschreiben. Es funktioniert alles total super. sie schaut nicht einmal zurück. Alles ist gut. Ja, aber es ist jetzt natürlich trotzdem blöd, wenn Feder nicht beschreiben kann, was sie macht. Wir hören dich nicht. Hallo? Kein Ton? Sehen deine Lippen aber. Einmal kurz neu starten. Ja, dann gehen wir nochmal zurück in die Bibliothek, wo Lyriel zu Liberiel und Daniel zurückkehrt. Oder nicht zurückkehrt, aber die beiden antrifft, wie sie an dem Schreibpult sitzen. Vielleicht hat Liberiel, während die drei Typen, der Engel und die beiden Templer rausgelaufen sind aus der Bibliothek, nochmal nachgeguckt, womit sich diese Bücher befassen, die da sind. Das sind Verzeichnisse, also Namensregister. Etliche Bände von Namensregistern. Fehlt ein Buch? Nee.
Kann ich erkennen, welches er in der Hand hatte? Ist das irgendwie ersichtlich? Wahrscheinlich den Band, der mit K beginnt. Okay, ich blätter mal da durch. Ja. Etliche Namen mit K und deren Abstammung. So ein bisschen, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den, der hat so ein bisschen biblisch so eine ganze Familienstammbäume aufgemalt. Okay. Scheinen so Register zu sein von also von Templern und Monarchen und so, wie die halt, welcher Familienstand sie waren, wer Vater und Mutter sind, wo sie gearbeitet haben im Himmel, welche Aufgabe sie hatten und so. Verwaltungstechnisches Zeug. Also hier auf diesem Himmel nur? Mhm. Anscheinend. Es war nicht zufällig irgendwo ein Eselsohr an der Seite geblieben, wo sie gerade gelesen haben. Da gibt es viele Eselsohren, ja. Aber wieso geht man mit Büchern nicht pfleglich um? Hört man mich aus dem Gang schimpfen. Und fange ich an, jedes Eselsohr vorsichtig zurückzubiegen und nehme dieses, dabei dieses Buch mit zu dem Tisch. Ja, das ist vielleicht dann auch der Moment, wo Lyriel zurückkehrt. Also nicht zurückkehrt, aber die Bibliothek betritt. Mit dem Saatgut unter den Armen. Ja, ich guck mal. Ja, die beiden Monarchen, die also der Ramelit und der Michaeliten, die für die Bibliothek zuständig sind, schauen dich merkwürdig an. Dann mit diesen Saatgutsäcken unter den Armen, wenn du in die Bibliothek reinmarschierst. Du kriegst ein vorsorgliches Psst. Greif die Erbsen nochmal nach, damit der Boden nicht aufgeht. Und ja, wenn ich Liberiel schimpfen höre, gucke ich so ganz kurz auf meine Hände, ob die immer noch so super dreckig sind, ob es mittlerweile geht. Guck dann ganz unschuldig. Und, ja, es ist bei Raphaeliten ja nie so einfach, weil die sind die Hälfte der Hand, also der Finger sind ja schwarz, von daher. Richtig, stimmt. Ja, wird schon gehen. Dann gucke ich mich erstmal nach einem leeren Schreibpult um, dass ich mein Saatgut erstmal abstellen kann. Du kannst das Schreibpult neben Daniel nehmen, der so einen großen Bücherstapel da hat. Gerade noch ein extra Buch wahrscheinlich draufpackt. Ja, dann macht es jetzt neben ihm mehrfach Klack und Rums und ich stehe jetzt auf dem Tisch. Psst. Du musst leise sein, das mögen die hier gar nicht. Sagt der mich gerade anbrüllt. Könnt ihr bitte flüstern? Ihr stört die Menschen bei ihrer Arbeit. Ja, was hast du da? Warum bringst du diese Säcke hierher? Fang mal an, eine der Säcke zu befüllen, ob du da was Leckeres zu essen drin haben könntest. Naja, weil ich sie gerade in der Hand hatte und dann musste ich hier hin und ich wollte nicht zuerst dorthin, weil ich dahin sowieso noch zurück muss. Ja. Entschuldige, wenn ich das sage, aber das klingt konfus. Ja, ist es vielleicht auch. Nein, aber ich hatte es gerade in der Hand und dann ist mir eingefallen, dass ich noch nachgucken muss, wie man Geräte für den Ackerbau herstellt, damit, falls es da, wo wir hingehen, keine gibt, wir welche haben, weil sonst können wir die ganzen Menschen und im schlimmsten Fall auch uns nicht ernähren und das wäre schlecht. Wir fliegen ein ganzes Stück weiter in den Norden. Wie viel kälter mag es da sein? Ist dort überhaupt viel kälter? Vielleicht finde ich was zu Klima. Das kann gut sein. Dann müsste ich auch das richtige Saatgut mitnehmen. Guck nochmal an, was ich da liegen habe. Vielleicht finden wir auch was zu Geologie, um die Erde zu bestimmen. Ist das nicht wichtig für die Saat? Ich kratze ein bisschen Erde unter meinem Fingernagel weg. Ja, das stimmt. Ich flitsch diese ganz unauffällig irgendwo in der Ecke. Daniel, nachher behaupten sie noch, Schwerter zu Flugscharen schmieden zu wollen.
Das werde ich zu verhindern wissen. Bleib hier am besten sitzen und fass nichts an. Ich gehe mal schauen, ob ich ein Buch finde. Ist gut. Ich schüttel mich ein bisschen, wenn ich an diese schmutzigen Hände denke. Ja, wenn dann fällt mir ein, ich habe irgendwas über Hygiene im Zusammenhang mit Medizin gelesen. Und schüttel, ihr seht so meinen Rücken, einen großen Flügel und einen wild sich schüttelnden Kopf. Momentan heile ich ja niemanden. Ich wende mich so ein bisschen an, also ich den Sack voll Erbsen, den streichle ich so ein bisschen und sage, ihr gedeiht auch in der Kälte, oder? Ja, für mich macht ihr das. Und wenn Liberiel sich umguckt in dem Land hinter dem Horizont, also hier in der Bibliothek gibt es nichts Großartiges zum Raguels Land, aber in dem Land hinter dem Horizont. Ich möchte nirgendwo im Weg stehen bleiben. Ja. Findest du tatsächlich ein bisschen was zum Klima? Es ist tatsächlich kälter als hier in Michaels Land. Weiter im Norden allerdings. Für dich jetzt als Spieler zum Einordnen wesentlich wärmer, als es heutzutage da ist. Und ja, es, durch das Fegefeuer, was durch Raguels Land durchgezogen ist, ist es natürlich auch wesentlich wärmer da, als es eigentlich sein sollte. Kann ich abschätzen, wie viel vom Ackerland überhaupt übrig geblieben ist, nachdem das Fegefeuer drüber gegangen ist? Also das, da, wo das Fegefeuer drüber gelaufen ist, das wird da ist nichts da mehr, ja nichts da mehr. Nichts ja mehr zu holen. Aber wenn, dann mutierte Pflanzen wahrscheinlich. Das weiß keiner, weil niemand jemals die Blattläuse versuchen uns zu fressen. Niemals jemand in dem Brandland wirklich drin war. Also. Okay. Aber gibt's was darüber, so Kulturpflanzen, die da früher angebaut wurden? Ja, wirst du garantiert was finden drüber, ja. Ja, dann bin ich also eine Weile weg und komme dann irgendwann wieder. Ja, also für dich ist es wahrscheinlich super lange, für die anderen paar Sekunden, zack, ist Liberia wieder da. Die Zeit vergeht im Land hinter dem Horizont einfach anders als... Ich bleib hier am besten sitzen. In diesen Regalen finde ich sowieso nicht, was ich suche. Ich brauche eine Feder und ein Pergament. Und dann fange ich an, dir eine Liste zu schreiben über Pflanzen, die dort gediehen sind, was ich über Böden rausgefunden habe und übers Klima. Ja. Und dann drehe ich das so um und schiebe es dir hin. Akkurat, karges, perfekte Handschrift. Karges, raues Land wird es wahrscheinlich sein. Also die normale Bevölkerung von Süd- und Mitteleuropa wird sich vom Fisch fangen und von Reisanbau großartig ernähren. Das wird oben in Raguels Land ein bisschen anders sein. Die werden da weniger von, also die Reisplantagen werden da weniger sein. Fisch wird wahrscheinlich auch sehr viel gefangen werden können dort. Aber da das Fegefeuer nahe der Küste entlang, also der Nordküste entlang gelaufen ist, ich kann da noch mal kurz einblenden, wo es da lang gelaufen ist. Ihr könnt es auf der Karte ja auch sehen. Also quasi mit dem nördlichen, die nördliche Küste entlang gelaufen ist. Ist da wahrscheinlich wenig mit Fischfangen. Also wenn dann im Süden von Raguels Land oder Skandinavien. In der Baltischen See könnte man dann Fischfang machen. Mhm. Ja, ich gleiche das halt einfach direkt mal mit dem ab, was ich da habe und überlege halt ansonsten, was ich vielleicht nochmal alles gelesen habe, wie man entsprechend irgendwie Dünger herstellen, also ja nicht Dünger, aber keine Ahnung, verschiedene Sachen, die man da ja machen kann, Pflanzen ja auch selber ansetzen, sowas alles. Überlegt, dass ich weiß, dass ich alles habe oder alles herrichten kann. Dass ich das halt entsprechend anpassen kann. Und wenn du Informationen darüber brauchst, wie man Feldwerkzeuge herstellt, solltest du vielleicht in der Stadt deinen Schmied fragen. Er kann es dir zeigen.
Das ist eine gute Idee. Im zweiten Fall gibt es dort ja auch immer noch Menschen, die dort leben. Wenn wir zu ihnen freundlich sind, helfen sie uns vielleicht. Dafür habe ich Lieder und gute Kochrezepte gefunden. Oh, das ist eine gute Idee. Das ist ein sicherer Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Nicht wahr? Ich habe irgendwo ein Sprichwort, ein altes gelesen. Liebe geht durch den Magen. Ich bin mir sicher, Freundschaft auch. Denn Freude geht auch durch den Magen. Wisst ihr, was das noch durch den Magen mir. Geht? Ein Schwert. Ja, da haben sich ja zwei gefunden. Ja, Feder ist wieder zurück. Weiß nicht, wie viel du eben mitbekommen hast. Inariel hat ein paar Fehler bei seiner Tarnung gemacht und ich hatte. Das Lustige ist, ja? Ich habe alles mitbekommen, aber Skype hat sich geschlossen, sodass ich nur noch meinen Desktop gesehen habe. Ich habe euch aber gehört, die Kamera hat weitergefilmt. Das Problem war, ich war vorher gemutet, das heißt, ich konnte mich nicht entmuten. Dann habe ich es neu gestartet. Es war immer noch dasselbe Spiel. Ich habe nichts gesehen von euch. Ich habe euch nur gehört die ganze Zeit. Ja, dann weißt du ja Bescheid. Also soll ich dir eine Karte ziehen zum Erkennen oder möchtest du selber beschreiben? Oder? Nee, zieh mir ruhig eine Karte. Ich soll ja eine Karte ziehen, okay. Ja. Hoffen wir, dass es sich jetzt wieder einkriegt. Das habe ich noch nie erlebt. Ja, manchmal macht es komische Dinge. So, das 16. Arcanum, der Himmel in aufrechter Bedeutung. Zuflucht, Läuterung, Ehrgeiz, Wiederherstellung, Erneuerung, Wandel, Umstrukturierung, Erwachung, Heilung, Ausdehnung, Echtheit, Aufbau, Entwurf, Orientierung. Ja, gut. Du meintest die umgekehrte Bedeutung, oder? Also, Zitariel landet auf so einem Außenturm der Stadt. Keine Ahnung, wenn es da so eine Stadtmauer gibt, gibt es ja garantiert. Ja, gibt es. Schaut sich einmal um. Und ja, wirst du dann gegen die Sonne schauen, ne? Weil, genau, um sich zu orientieren halt auch nochmal und auch um zu gucken, ob ihr jetzt wirklich keiner folgt, weil sie hat ja was von Befehlsverweigerung gelesen in gewissen Akten, die geführt werden. Und während sie so blinzelnd gegen die Sonne guckt, sieht sie, was ist das, ein Vogelschwarm? Oder ein Drachen? Superman. Fliegende Kleider. Was bei... Ich werde so ein paar Kreise drehen, damit ich da bleibe. Ja, und dann stößt sie ein tiefes Seufzen aus. Und dann hört Inariel plötzlich in seinem Kopf, Inariel? Oh, du bist schon wieder zurück. Möchtest du mich wirklich anlügen? Nein. Was soll dann die Frage? Du weißt genau, dass ich noch nicht wieder zurück bin. Das achte Gebot, du sollst nicht lügen, ne? Ja, ich komme runtergeflogen. Du, ja, merk dann einfach, du siehst dann auch tatsächlich, wie ich so ein bisschen, sobald ich tiefer komme, siehst du dann auch irgendwann wieder die Schwingen, die sich ausbreiten, wie als würden sie einfach von dem blauen Hintergrund wieder zu den braunen Schwingen werden. Und mit einem Windstoß, der von den, als ich mich bremse, komme ich dann an und stelle mich direkt vor dich. Also, was tust du hier? Schauen, wohin du fliegst. Mhm. Hatte ich dir das aufgetragen? Nein, aber auch nicht verboten. Das ist richtig, aber hast du nicht eine Aufgabe? Ja, die habe ich. Ich habe mir Sorgen gemacht. Warum hast du dir Sorgen gemacht? Ich habe da vorhin was gefühlt, da... Wenn es dir nicht gut geht, solltest du mit Lyriel sprechen. Ich glaube nicht, dass ich das war. Mhm.
Vielleicht solltest du mit Lyriel sprechen. Du willst uns nicht verlassen, oder? Man kann vor seiner Aufgabe nicht davonlaufen. Egal, wie sehr man es möchte. Ich bin ein Engel des Herrn. Ich bin ein Engel des Michael. Ich nehme meine Aufgabe sehr ernst. Das ist auch wichtig. Darf ich nicht wissen, wohin du gehst? Kommt drauf an. Bist du in der Lage, keine Fragen zu stellen? Ja. Und das ist wirklich ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Ich werde deinen Vorstoß nicht vergessen. Es gibt Geschichten über dich, Inariel. Und ehrlich gesagt raten einige davon ab, dich auf heikle Missionen mitzunehmen, weil du ein Problem mit Befehlen hast. Du wirst kein Problem mit mir haben. Ihr werdet kein Problem mit mir haben. Das hoffe ich. Denn sollte sich abzeichnen, dass wir ein Problem mit dir bekommen würden, kriegen wir beide ein Problem. Das ist doch gut so. Du bist wichtig für die Schar. Das darfst du nicht vergessen. Und du darfst nicht vergessen, dass wir alle von dir abhängig sind. Jeder von uns ist wichtig, ja. Da ich dich sowieso nicht zurückschicken kann, ohne dass du mir vermutlich wieder nachfliegst. Komm mit. Aber vergiss nicht, keine Fragen. Gut. Soll ich? Ja. Direkt mitkommen oder soll ich zurückbleiben? Ein bisschen. Du kannst in meinem Windschatten fliegen. Gut. Ich bin gespannt. Und danke. Wohin fliegt Cetariel denn? Cetariel fliegt ein Stück außerhalb von Roma Aeterna über eine relativ weite Fläche zu einem kleinen Dorf, was dort in der Nähe ist, um ein großes Kloster herum, wo einige Menschen leben und wohnen. Was allerdings relativ unspektakulär ist im Vergleich zu Roma Aeterna. Das ist halt wirklich so ein Außendorf, das bedeutet, wir sind ein ganzes Stück unterwegs, nichts direkt an der Stadtmauer oder so, da kommen auch eine jetzt keine Flugzeit, ne? Ja. Genau, kommen halt keine wichtigen Versorgungstracks durch, sondern die liefern halt ein bisschen Korn, aber sonst nichts. Also halt relativ unbeobachtet. Und wenn Cetariel da im Anflug ist und man sie bemerkt, wirst du halt auch bemerken, dass die Leute, die sie da anscheinend wiederzuerkennen scheinen. Ja, ich lasse sie da ins Dorf und würde am Dorfrand vielleicht ein bisschen eine erhöhte Position, dass ich so sehen kann, was da passiert. Aber ich werde mich nicht direkt neben sie in die Nähe stellen oder so. Ich glaube, es ist ihr wichtig, dass sie alleine ist. Ja, was kann er beobachten? Cetariel wird landen. Und wahrscheinlich werden als erstes ein paar neugierige Kinder kommen. Die halt auf sie zurennen und sie nimmt sich viel Zeit für jedes. Bis dann eine ältere Frau auf den Platz kommt mit einem sehr, sehr jungen Mädchen an der Hand. Das ist vielleicht 5 oder 6, nicht älter. Vielleicht aber auch jünger, kann man schlecht sagen. Und ja, das Kind reißt sich dann quasi los, stürmt auf sie zu und Cetariel hebt es hoch. Na, wirbelt es so ein bisschen herum und sie lacht. Also das ist jetzt eine ganz andere Cetariel als die, die ihr da in diesem Zimmer kennengelernt habt, die euch halt erstmal zusammengestaucht hat, weil ihr zu spät gekommen seid. Sondern die wirkt um Jahre jünger. Ja, als wäre das ein komplett anderer Engel, sagen wir mal so. Und die spricht kurz
mit der älteren Frau. Und dann nimmt sie das kleine Mädchen hoch, das auch so eine Holzkette mit so einem Engelskreuz umhat, stößt sich vom Boden ab und steigt erstmal in die Luft. Möglichst senkrecht. Und ja, fängt dann an, so weite Runden über dem Dorf zu drehen, während sie wahrscheinlich mit dem Kind spricht. Du hast ja relativ gute Augen, wirst also sehen, dass die beiden sich unterhalten. Und ja, Cetariel wird halt Helena verständlich machen, dass sie jetzt leider weg muss. Weil Gott hat nun mal für alles und jeden eine Aufgabe vorgesehen und der Weg Gottes sieht für sie vor, dass sie jetzt sehr weit weg muss. Über die großen Berge im Norden, dann über das große Meer bis zu einer Insel, wo sie eine Aufgabe hat, wo es Menschen gibt, auf die sie aufpassen muss, mit denen sie reden muss. Und das ist leider etwas, was sehr lange Zeit brauchen wird. Das bedeutet, sie werden sich sehr, sehr lange nicht mehr sehen. Das ist, das macht beide halt ein bisschen traurig. Ja, dann drehen die beiden noch eine Runde und irgendwie gelingt es ihr wahrscheinlich, das Kind zu trösten. Und irgendwann kommt sie dann halt wieder runter und versucht, das Mädchen wieder an die ältere Frau abzugeben. Aber es will wahrscheinlich nicht so richtig. Klammert sich so ein bisschen an ihr fest und bis sie es dann bestimmt in die Hände der Frau übergibt. Und ja, das Kind wird dann halt wieder in eine Hütte gebracht und sie winkt dem Rest des Dorfes nochmal zu und ja, würde dir zunicken und dann abheben. Ja, dann fliege ich direkt neben dir. Das war schön. Aber auch traurig, oder? Hier ist es friedlich. Ja, es gefällt mir hier. Die Stadt ist mir eigentlich ein bisschen zu groß. Auch wenn es da viele super interessante Dinge gibt. Ich mag den Markt, weil da reden so viele Leute und das ist spannend. Aber hier draußen ist es ist anders. Die Natur redet auch irgendwie. Aber langsamer. Ich bin auch nicht mehr so gerne in der Stadt. Hier ist es schön. Wenn ich meinen Frieden suche, dann bin ich meistens hier. Es ist schade, dass wir so weit in den Norden fliegen. Aber da ist es bestimmt auch schön. Ich glaube, da gibt es nicht so viele große Städte. Dafür werden wir dort wahrscheinlich auf viele Gefahren stoßen. Das werden wir aber zusammen hinbekommen. Ich hoffe, dass wir nicht zu vielen Verlorenen begegnen. Verlorene? Menschen, die sich von Gott abgewandt haben. Für immer. Menschen, die der Technologie der alten Zeit frönen. Sogenannte Schrottbarone. Ja. Menschen, die sich der Traumsaat angeschlossen haben. Sie sind böse und ich verstehe es auch nicht. Wie kann man sich von Gott abwenden? Ich weiß es nicht. Mir ist es auch unbegreiflich. Aber ich denke, das ist der größte Unterschied zwischen uns und ihnen. Ich glaube, dass es den Menschen leichter fällt, sich von Gott abzuwenden, wenn sie sich einmal dafür entschieden haben. Aber dann müssen sie ganz traurig sein. Ich glaube, dass sie, wenn sie soweit sind, sehr gut sind darin, sich selbst zu belügen. Du meinst, sie leben mit dieser Trauer? Ich glaube nicht, dass sie dass sie es als Trauer erkennen. Sie werden es umwandeln in Gier, in Hass, in Besitzansprüche, in Gewalt und Wut. Sie werden nicht erkennen, dass der Hunger, den sie verspüren, nicht durch das, was sie versuchen, in dieses Loch hineinzustopfen, zu füllen ist. Also sind sie traurig. Ja, aber sie werden es nicht traurig nennen.
Dann sind sie dumm und traurig. Aber das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Wir werden es sehen. Danke, dass ich mitkommen durfte. Für den Fall, dass mir etwas geschehen sollte, wirst du den Weg in dieses Dorf finden und ihnen davon erzählen können. Das kann ich machen. Das wäre mir wichtig. Dann mache ich das. Das Mädchen heißt Helena. Helena, gut. Ich versuche mir das zu merken. Ich weiß nicht, mit Namen bin ich nicht ganz so gut, aber den Ort finde ich schon wieder. Ich war ja schließlich schon mal da. Das ist kein Problem. Ja, wenn jemand Orte finden kann, dann ein Urelit. Ja. Eben drum. Ja. Es dauert tatsächlich dann auch die restlichen 2 Stunden dann auch, bis ihr wieder zurück nach Roma Aeterna fliegen könnt oder geflogen seid. Ja. Wieder in Reichweite des Himmels sendet Citaril ein Ich bin wieder da wahrscheinlich. Genau, ich bin zurück. Ich weiß. Ja. Und die anderen immer noch in der Bibliothek zu Gange. Es kommt drauf an, also sobald ich alles erfahren habe, was ich muss, packe ich halt meinen Saatgut und entsprechende Notizen zusammen. Schulter das erstmal alles. Du merkst jetzt schon, wenn ihr das alles, was du heute alleine schon rausgelegt hast, den Proviant, die Töpfe, das Saatgut und den Rest, den du auf deine Liste geschrieben hast, wenn ihr das alleine schon nur das mitnehmt, dann seid ihr schon alle ziemlich ausgelastet. Darf kein anderer mehr was mitnehmen, wahrscheinlich. Oh je, wie soll ich ihnen das nur beibringen? Was genau beibringen? Meldet sich die Stimme in deinem Kopf. Die freundliche Stimme von dir an. Vielleicht etwas schwer beladen sein werden. Ich denke, das sollte nicht das Problem sein. Außer wir planen Zwischenstopps ein, dann bräuchten wir nicht ganz so viel mitnehmen. Das kommt drauf an. Ich würde sagen, wir treffen uns in einem Besprechungsraum und tragen zusammen, was wir haben. Wenn wir eine Route haben, ich schiele so rüber zu Inariel. Können wir das genauer festlegen? Da war noch was. Ja, das klingt vernünftig. Ich weiß nicht, wenn ich halt so rumlaufe und irgendwie in meinem Kopf rede und versuche, das nicht nach draußen zu tragen, werde ich mal irgendwie gucken, dass ich, wenn ich jemandem begegne, dass ich frage, wo irgendwie ein freier Raum ist, wo ich das abladen kann. Ja, das garantiert. Und dann werde ich die Berials Tipp beherzigen und mich raus in die Stadt wagen und einen Schmied suchen. Willkommen zurück von eurem Ausflug, Citaril. Wir haben vielleicht, oder ich habe vielleicht jemanden gefunden, der uns direkt Fragen beantworten könnte, wenn er sich noch in der Gegend befindet. Es ist ein Engel, der früher in Raguels Land gelebt hat, dem es aber sehr schlecht ergangen ist, nachdem sein Himmel gefallen ist. Welchem Raguelliten ist es nicht schlecht ergangen? Wem von uns ist es nicht schlecht ergangen? Ich denke, die Engel Raguels haben sehr gelitten. Viele sind zu Vater zurückgekehrt. Die geblieben sind, haben teilweise den Verstand verloren. Dieser Wer ist dieser auch, Engel? Er hat seine Flügel verloren und fühlt sich nicht mehr berufen, als Engel zu dienen. Habe ich von dem gehört? Ich meine, ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger in Roma Aeterna und
Ja, da du ja in Roma Aeterna länger warst, wirst du den Prozess auch mitbekommen. Also der hat ziemliche Wellen geschlagen, ja. Vielleicht warst du sogar beim Prozess dabei und hast ihn gesehen. Ja. Der Engel Kaliel. Ja. Du kriegst so einen Ton über die Leitung. So leichte Störgeräusche und dann... Ich glaube nicht, dass er uns in dieser Sache behilflich sein kann. Aber es wären Informationen aus erster Hand. Es wäre nützlich. Das ist richtig, aber zum einen ist er verschwunden und zum anderen würde ich es bevorzugen, wenn wir ihn sehen, dass wir ihn zurück zu Vater schicken, anstatt mit ihm zu reden. Du musst begreifen, ich schicke ihr einfach mal so Teilausschnitte von dem Prozess rüber. Also an alle von euch, wo ihr halt seht, wie dieser irre Engel ohne Flügel, behauptet er sei ein Mensch, sich von uns als Engeln abwendet und somit auch eigentlich von Gott. Ich glaube, das ist zumindest der Eindruck, den Citariel damals hatte. Ich glaube nicht, dass wir von ihm hilfreiche Informationen erhalten können. Er ist so wirr, da kann nur noch Vater helfen. Hat dich auch damals ziemlich gefuchst, dass er freigesprochen wurde. Mhm. Die Frage kriegst du von mir auch ein bisschen zögerlich dann gestellt. Mhm. Warum wurde er dann freigesprochen? Das war dieser neue Inquisitor. Der hatte wahrscheinlich keine Ahnung oder so. Ich bin mir nicht sicher, was dieser Inquisitor damals damit bezweckte. Vielleicht... Hat er sich einlullen lassen von den Erzählungen oder so. Aber die Diener Gottes sind unfehlbar. Er kann keinen Fehler gemacht haben. Es muss Vaters Wille gewesen sein, dass er hier bleibt. Genau für uns vielleicht jetzt, dass er uns noch helfen kann, noch eine letzte Aufgabe für ihn tut. Wie gesagt, dafür müssten wir ihn finden und ich glaube nicht, dass wir das bis morgen tun können. Wir haben eine andere Aufgabe. Bis morgen ist noch ein wenig Zeit und wir sind schon gut vorangekommen. Also der Prozess war schon vor ein paar Jahren, also das ist so. Ja, aber ich möchte nicht, dass ihr nach ihm sucht. Ja, ich gucke dich dabei an, Inariel. Lasst es mich anders formulieren. Ihr werdet nicht nach ihm suchen. Ich gucke Citariel dabei an. Ja. Das ist ein Befehl. Also vielleicht kann Citariel aus dem Prozess sogar noch einige Sachen, die Liberiel jetzt noch gar nicht rausgekriegt hat, ergänzen. Was Liberiel vielleicht ein bisschen schockt, denn dieser Kaliel hat in Ramiels Land im Himmel der Rameliten angeblich, also hat ramelitische Engel getötet, mehrere, und hat einen hochrangigen Ramels-Monarchen einen Arm abgeschlagen. Also vielleicht überzeugt das Liberiel, dass der verrückt ist. Ich zweifle ja nicht an, dass der verrückt ist. Ich zweifle an, dass er gar keine Informationen mehr für uns hat. Wie gesagt, ihr werdet nicht nach ihm suchen. Er ist gefährlich. Und er ist einer von uns. Gewesen. Ich sage jetzt ganz bewusst gewesen. Ich weiß nicht, ob seine himmlische Seele schon so zerrüttet oder zerstört ist durch Krankheit, durch den Einfluss der Traumsaat oder den Wahnsinn, dass wir vielleicht wirklich und wahrhaftig für immer einen Bruder verloren haben. Ich verstehe das nicht. Citariel, ja. wir haben uns vorhin unterhalten. Du hast gesagt, was die Menschen von uns unterscheidet, ist, dass sie sich abwenden können. Du hast gesagt, wir können das nicht. Nein, ich sagte nicht, dass wir es nicht können. Ich sagte nur, dass es uns ungleich schwerer fällt. Weil wir direkt von Gott kommen. Genauso wie sie, nur wir haben diese Verbindung zu ihm.
durch unsere Flügel, durch unsere Kräfte. Wir spüren ihn und ich glaube, bei manchen Menschen, die haben Probleme damit. Jetzt, wo ich diesen Namen gehört habe, ich will mal gucken, ob der eigentlich in dem Buch steht. Buchstaben mit K, ne? Richtig. Nee, steht nicht drin. Auch nicht, dass er irgendwie einen Stammbaum angelegt hat. Wird auch mit C geschrieben anstatt mit K, ja. Ja, darunter kann ich ja dann auch nochmal nachgucken. Nee, aber findest du den Namen nicht? Nee. Hat hier nie gearbeitet, anscheinend. Ja, wer lässt auch schon einen wahnsinnigen, gefährlichen Ex-Engel im Himmel arbeiten, ne? Ja. Der schon mal in seinem eigenen gemordet und gemetzelt hat. Naja, nicht in seinem eigenen, ne? Er hat Ramiliten getötet, keine Ragoliten. Ach, er hat im Ramils Himmel getötet? Ja, in Prag. Ja. Aha, deine, okay. Deine Geschwister hat er getötet. Aha, okay. Also kommt zuerst so ein unglaublicher Schwall von Mitgefühl und Traurigkeit über diesen Verlust des Engels. Und wenn dann diese Bilder von dir kommen, wie er in meinem Himmel, in meinem Zuhause mordet, schwankt das tatsächlich um in Fassungslosigkeit und Verständnislosigkeit sogar mit Wut gemischt. Wie gesagt, ich möchte nicht, dass ihr nach ihm sucht. Er ist gefährlich. Solltet ihr durch irgendwas mitbekommen, wo er sich aufhalten könnte, möchte ich, dass ihr das bei mir sofort meldet. Ich werde das weiterreichen und dann können wir uns um ihn kümmern. Wie ihr befehlt. Ich dreh mal ab und suche nach Urieliten. Du hattest ja beim letzten Mal sogar einen Urieliten auch getroffen gehabt, ne, wenn ich mich nicht allerdings. Genau, den Alexandriel. Den wirst du auf jeden Fall auch mal wieder finden können. Das war auch der, der dich benachrichtigt hat, dass man hier etwas von dir möchte. Das ist schön, wenn ich gerade ihn sehe. Mhm. Ja, dann werde ich wahrscheinlich eine Weile ein bisschen suchend umher fliegen, bis ich dann ihn sehe und dann auch von Weitem schon rufen, Alexandriel! Er ist vielleicht gerade im Flug und setzt den Flügel, einen Flügel nach unten und kippt damit im Flug ab und macht eine Wende und schießt dann auf dich zu und landet mit schneller Bewegung vor dir auf einem Dach oder auf der Flugplattform, je nachdem, wo du gerade bist. Schön, dass ich dich wieder treffe. Sag, kannst du mir vielleicht helfen? Wobei brauchst du Hilfe, Bruder? Warst du schon mal in Raguels Land oder kennst du Karten von dort? Nein, ich war dort noch nie. Aber nun, die allgemeinen Karten, die man uns gegeben hat, damals in der Ausbildung. Ich finde nach Raguels Land, das ist nicht das Problem. Ich weiß nur nicht, ob ich den Ort Brüllheim finde. Sagt mir was. Nahe des gefallenen Trondheims. Genau, Trondheim. Nach Trondheim finde ich mich auch. Dann das sollte ja nicht das Problem sein. Dann solltest du kein Problem haben, in der Nähe Brüllheim zu finden. Aber halt dich vom Brandland fern. In welche Richtung ist es? Von Trondheim? In östlicher Richtung. Östlich von Trondheim. Gut. Wenn ich die Karte richtig im Kopf habe. Die Karte richtig im Kopf. Du bist dir nicht sicher? Ich bin mir ziemlich sicher. Gut. Danke, das war eigentlich auch schon alles. Das ging schnell. Siehst du? Und ich dachte schon, sie haben gesagt, dass ich lange brauche, um die Information rauszufinden. Aber eigentlich geht das ziemlich schnell. So konnte ich noch rausfliegen. Das ist danke. Das ist gut. Ich habe noch zu tun. Ich muss Besorgungen machen für meine Schar. Ja, ich werde auch mal nachfragen. Nach was? Ja. Ob ich noch Aufgaben habe.
du das, wenn deine Michaelitin, ihr habt eine Michaelitin, nicht wahr? Ja, richtig. Diese Zetariel. Zetariel, genau. Sie weiß gut, was wir zu tun haben. Das ist ihre Aufgabe. Danke, Alexandrie. Gott mit dir, Bruder. Mit dir. Ja, und dann stößt er sich mit einem großen Schwung ab und fliegt wieder über den Marktplatz weg. Genau, dann werde ich mal... Ich rufe mal Zetariel. Ja. Ich kenne den Weg. Das ist gut. Kann ich dir oder den anderen helfen? Ich weiß nicht, ich würde mich jetzt auf die Besprechung vorbereiten. Gut. Da ich das ja auch hören kann, wenn ich richtig liege. Wenn Zetariel das will, kannst du das hören. Ja. Werde ich einwenden. Du hast dich in der Stadt umgeguckt, oder? Ich müsste wissen, wo ein Schmied ist. Ja, das ist gar kein Problem. Das ist, wenn du vom Marktplatz die dritte Straße nach Osten gehst, hinter dem Blumenhändler, da ist eine Schmiede. Du siehst gedanklich irgendwie so ein, hier diese Gewächskugel so einmal so staubmäßig von links nach rechts wieder so. Soll ich dich hinbringen? Ah, ja, bitte. Gut, wo bist du gerade? Ja, ich schick dir gedanklich so ein Bild, wo ich gerade bin. Weiß nicht, vielleicht gerade aus dem Himmel raus oder so. Wie weit ich auch immer gekommen bin in der Zeit. Ich fliege mal hin. Ja, dann gehe ich einfach in die Bibliothek. Könnt ihr zusammen einen Schmied aufsuchen? Und Liberiel und Daniel sind immer noch in der Bibliothek. Daniel kommt da nie wieder raus. Deswegen gehe ich da jetzt hin. Ich guck mal, was die da machen. Daniel hat gerade 2 Seiten gelesen. Oh, nicht schon wieder. Oh nein, da kommt noch einer. Hört das denn nie auf? Warum schreibt man sowas auf? Damit andere es lesen können. Das ist Ketzerei. Damit das ungefährliche Wissen nicht verloren geht. Man nicht wieder Ackerbau von vorne lernen muss. Damit nicht jemand wieder herausfinden muss, wie eine Hacke geschmiedet wird, ohne dass sie gleich zerbricht beim nächsten Mal. Wie man den Kopf vorne vernünftig festmachen kann. Damit man weiß, wie man das Geschirr für die Pferde herstellt und sie aufsattelt, damit die Templer reiten können und schnell von einem Ort zum nächsten kommen. Schließlich hat Gott ihnen keine Flügel gegeben, sondern nur uns. Für die Menschen ist das sicher sinnvoll. Nun, aber die wenigsten Menschen können lesen. Umso unsinniger ist es, es aufzuschreiben. Nur die, die lesen können, müssen dann das Wissen mündlich an sie weitergeben. Denn hören können fast alle Menschen. Da gibt es viel weniger Ausnahmen. Aber dann können die, die lesen können, entscheiden, was sie weitergeben. Das ist richtig. Deswegen muss jeder, der Wissen weitergibt, stets abwägen, ob sein Gegenüber für das Wissen bereit ist. Das ist unter anderem meine Aufgabe. Euch vor gefährlichem Wissen beschützen. Welches Wissen ist gefährlich? Oh, da gibt es so einiges, glaubt mir. Ist es nicht eher deine Aufgabe, vor Gefahren zu schützen? Nennen wir diese Gefahren. Sie nennt sich Naturwissenschaft. Sich anmaßen zu glauben, die Natur und Gottes Willen bis ins kleinste Detail deuten zu können. Zu glauben, dass Dinge ohne seinen Willen geschehen, zum Beispiel. Ketzerische Theorien darüber, wie Dinge vonstatten gehen können.
Theorien darüber, wie ein Blitz entsteht, ohne dass Gott ihn persönlich vom Himmel wirft. Ja, stell dir vor, so etwas würde sich verbreiten und jemand würde vielleicht auf die Idee kommen, so einen einfangen zu wollen, um seine Energie für etwas zu benutzen. Das würde dann nur würde noch sich der Mensch anmaßen, Gott spielen zu wollen. Das ist das Problem mit den Schrottbaronen dort draußen, die sich nicht Gottes Willen und seiner Liebe und Gnade fügen wollen. Ich habe die Waffen der Schrottbarone gesehen. Diese Menschen, diese Ketzer gehören bekämpft. Wenn man sie nicht zurück auf den richtigen Pfad führen kann, ja. Aber nicht jeder, der in diesen Gebieten lebt, ist automatisch verloren. Jemand, der dort geboren wurde, ohne etwas dafür zu können, ohne den Weg gezeigt zu bekommen, zurück in den Schoß von Vater, zurück unter unsere schützenden Flügel, die ihn vor diesen Schrecknissen und Grausamkeiten bewahren. Was kann er dafür? Sie sind vielleicht rettbar. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen das versuchen. Ihnen das Licht bringen, damit sie aus der Dunkelheit einen Weg finden. Dein flammendes Schwert ist doch ein Beispiel dafür. Es verletzt nicht nur, es macht Licht und damit Hoffnung. Eine leuchtende, scharfe Fackel aus der Dunkelheit. Ich guck mein Schwert an. Schrecknisse, die versuchen, die Menschen zurückzuziehen in die Dunkelheit, kannst du vertreiben. Du kannst die Ketten, die versuchen, sie zu verführen oder zu halten, durchschlagen damit. Dann vertreiben wir die Schrottbarone und gewinnen die unschuldigen Menschen. Wenn sie nicht einsichtig sind, die Schrottbarone, ja. Wenn ihre Herzen und ihr Verstand völlig verdorben ist, natürlich, dann müssen wir diese schwere Aufgabe tun. Ich beneide dich nicht darum, dass du das tun wirst. Ich beneide auch nicht die ehrenwerte Zitariel darum, dass sie das tun wird. Ich bin das da, ist um unsere euch Aufgabe. Vielleicht eure Herzen zu schützen, dass ihr die Tode nicht so sehr spürt. Das ist für Daniel ein sehr verwirrender Gedanke. Ja, Zitari wird ja dazu, oder? Ja, ich werde in die Bibliothek gehen. Also fliegen. Und, dann folge ich einfach mal meinem Gedanken so nah. Mal gucken, wo die beiden sitzen. So, was ich so mitkriege von ihrer Umgebung. Ach, guck mal hier, Buchreihe XY, okay. Gehen wir mal dahin. Dann höre ich sie schon reden. Irgendwann tauche ich dann hinter euch auf. Keine Ahnung, wer von euch mich als erstes sieht. Wahrscheinlich in dem Moment, wo Liberiel sagt, dass sie dich nicht beneidet um deine Aufgabe. Ja, wahrscheinlich irgendwie so. Komme ich um die Ecke, so. Interessante Gesprächsthemen. Ihr seid zurück. Willkommen. Ich guck mal, ob hier noch ein Schemel ist. Ansonsten biete ich dir meinen an. Ja. Tarela hat ihre Flügel ganz eng an die Schultern gefaltet. Sieht so aus, als würde sie einen Federumhang tragen. Quasi wirklich so die Gelenkflügel halt an ihre Schultern, sodass sie halt hier wirklich nichts umstoßen kann. Wobei halt der linke halt auch wieder so ein ganz kleines bisschen übersteht. Also der scheint nicht so ganz beweglich zu sein. Und würde sich dann zu euch an den Tisch gesellen und kommt ihr voran. Fragte Daniel gerade, ob er diesen Bücherstapel durchgesehen hat. Ich schaue zu Daniel und hast du? Ich habe diesen Bücherstapel durchgesehen. Das habe ich vermutet. Da waren wenig Bilder drin, hm?
du kannst doch lesen, oder? Das ist alles so kompliziert und da verstehe ich nichts von. Die sind ganz einfach, das sind nur Feste drinne. Feste und Gesang und Kultur, ihre alte Kultur und wie es heute auf das neue Land, nicht das neue, auf unseren Glauben, auf Gott angepasst wurde. Ja, du hast gesagt Diplomatie. Ja, das auch. Zetaria nimmt sich mal so ein Buch, blättert da so durch, so. Julfest. Ja, das sind die alten Feste, damit man weiß, wo ihre Wurzeln sind. Das sind Feste noch von vor den Brandlanden. Ich glaube nicht, dass sie noch sehr viel Bedeutung in ihrem jetzigen Leben haben. Vor der Sintflut, ja. Genau, vor der Sintflut, also. Man sollte nie unterschätzen, wie lange sich Glauben hält. Menschen klammern sich gerne an ihre Kultur, an ihre Traditionen. Sie sind oft unglücklich darüber, wenn sie wieder hergeben müssen. Nun, aber wenn man... Ich kann mir vorstellen, dass so ein Ziegenbock noch eine Bedeutung hat. Ja, allerdings, wenn man ihn heidnischen Feenwesen opfert, denke ich nicht, dass wir das bestärken sollten. Nein, das machen sie doch sicherlich nicht. Zur Feier der Wintersonnenwende wird ein männlicher Ziegenbock der Feenkönigin XY geopfert. Das ist ein altes Buch. Ja, natürlich. Aber nein, so machen sie es doch sicherlich nicht mehr. Dann sollten wir sie auch nicht daran erinnern, nicht wahr? Hm. Jawohl. War das jetzt nutzlos? Für mich nicht. Daran könnte man Ketzer erkennen. Gut. Jeder Hof, der einen Ziegenbock hat, ist verdächtig. Ich wollte es gerade sagen, nicht, dass das Gebiet zieht und jeden umbringt, der eine Ziege hält. Ich traue das Daniel zu. Ich auch. Ich auch. Bevor es morgen losgeht, würde ich mir gerne übrigens einen Überblick über deine Flugfähigkeiten verschaffen. Für mich meine ich angesprochen. Ja, ich gucke zu Daniel rüber. Ich gucke Liberiel an, bis sie mich wieder anguckt. Guck dann so zu dir rüber. Ach, ihr meint meine. Mhm. Wir werden sehr lange fliegen. Mit Gepäck. Am Stück? Ein Gebirge überqueren müssen und ein Meer. Am Stück? Ich glaube nicht, dass du es am Stück schaffst, aber ich würde gerne wissen, wie lange ich dich ungefähr einplanen muss. Denk an die Mittelgebirge in Deutschland. Ja. Das sind zwei Gebirge dann mindestens. Ja, im Vergleich zu den Alpen ist das ein Hügel, aber... Wie ihr wünscht. Den Kopf hängen. Schreib an dem Blatt weiter, dass ich... wo ich offensichtlich voll im Gespräch dran geschrieben hatte. Es sind Zeichnungen und Notizen über Wiederaufbau von Gebäuden, was man so an Materialien braucht und wie man Mörtel herstellt. Ich warte, bis du das Blatt zu Ende geschrieben hast und dann würde ich sagen, jetzt. Ich dachte morgen. Nein, vor morgen. Morgen geht es los. Ich dachte, vor dem Aufbruch. Jawohl. Warum sollte ich mir vor dem Aufbruch deine Fähigkeiten angucken, um dich zusätzlich zu ermüden? Das ist richtig. Jawohl, ich komme. Daniel, bitte noch nicht drauf fassen. Es muss noch trocknen. Daniel kann mitkommen. Er kann uns jagen. Jagen? Richtig. Aber ich... Jawohl. Man lernt viel über die Ausdauer eines Engels, wenn man mit ihm quasi Fang spielt. Auch über die Wendigkeit. Das habe ich bei Kindern gesehen, die auf dem Hof spielen. Richtig. Leider konnte ich nie mitspielen.
Nun, dann wirst du jetzt eine Gelegenheit dazu haben. Aber das ist ja was anderes. Wir laufen wahrscheinlich nicht über den Hof. Richtig. Mit den Flügeln könnte ich mich eh nicht verstecken. Jawohl, ich komme. Ja, ich würde mal den Rameliten-Bibliothekar, der hier rumstreunt, anweisen, meine Sachen bitte nicht anzufassen, liegen zu lassen, bis sie getrocknet sind. Ich hole sie später ab. Ich kontaktiere mal Lyriel und Inariel und frage mal, wie bei ihnen der Status ist, ob sie mit dem Schmied gesprochen haben. Stehen wahrscheinlich gerade vor dem Schmied. Was wolltest du nochmal da, Lyriel? Mir erklären lassen, wie man halt einfache Gerätschaften herstellt. Einfache Gerätschaften? Ja, alles für den Ackerbau. Hacken, irgendwas. Also, der wird dann gerade in blumiger Sprache, wie es ein Italiener halt so tut, ein guter Michaelsländer, wird er dir beschreiben, wie man Werkzeuge herstellt. Ja. Da musst du richtig gute Eisen haben. Mit der Hand. Wir reden immer so. Ja. Macht ein toter Italiener. Ne? Ja. Böse, ja, ich weiß. Und dann hört ihr in eurem Kopf Lyriel, Inariel. Wie weit seid ihr? Es geht gerade um Prozente von Kohlenstoff. Ich verstehe das nicht so genau. Ich glaube nicht, dass er weiß, was Kohlenstoff ist. Oder Prozente. Prozente vielleicht noch. Ja, gut. Er sagt irgendwie, dass viel Kohle rein muss. Oder auch nicht zu viel. Viel Kohle macht die Dinge kaputt. Dafür aber hart. Von Lyriel kommen irgendwie so abgehackte Gedanken, weil sie versucht mitzuschreiben. Zu viel, aber nicht zu viel. Und Was, ihr schreibt meine Gedanken auf? Er guckt so mit ganz großen Augen. Lass das! Wir klauen sie nicht. Das ist nicht gut, das aufzuschreiben. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich meine, ihr seid Engel des Herrn, aber... Genau. Dann nicht. Wer ist mit einer Pause? Oh, ja. Mhm. Guter Mann, wir müssen leider jetzt weiter. Vielen Dank für eure Hilfe. Vergesst nicht, 3 Kohlenstücke. Werden wir nicht vergessen. Hab Dank. Ja. Und nur das helle Holz verwenden. Dann schreibe ich das heimlich nochmal auf. An dir ist auch ein Rameli verloren gegangen. Ja. Währenddessen erreichen wir den Rand der Flugplattform. Folgendes. Ich möchte mir ein Bild von euren Flugfähigkeiten und eurer Ausdauer machen. Deswegen werden wir jetzt Fangen spielen. Oh ja! Ich steck das Buch und die Feder ganz schnell weg. In der ganzen Stadt. Daniel fängt... Ich werde hauptsächlich beobachten, aber natürlich kann er es auch bei mir versuchen, wenn er möchte. Das ist aber eine Herausforderung, Daniel. Ich grinse breit und gucke ihn Nadine an und so, wo sollen wir loslegen? Ich stehe hinter ihr und frage ganz kleinlaut, was passiert mit denen, die gefangen wurden? Ja, die, wären eigentlich dran, aber die kommen dann hierhin zurück auf die Plattform. Das ist praktisch. Das genau, das denke ich mir auch gerade. Ich sehe dein breites Grinsen. Ist verboten. Wie bitte? Absichtlich verlieren ist verboten und du wirst dich hinter mir halten. Was? Du wirst dich hinter mir halten. Wie? Ich werde vorfliegen. Für den Anfang. Gut. Also, auf die Flügel. Ich stehe immer noch so 3 große Schritte von dem Abgrund entfernt, zum langen Hals.
Zetaria breitet ihre Flügel aus. Du siehst wieder die Narbe, die sich an dem linken so relativ nah an dem, wo sie aus den Schultern wachsen, sind. Also anscheinend ist da fast ihr Flügel mal abgeschnitten worden oder so. Wie sie den wieder besonders streckt und meint, du zuerst. Ich lass euch gerne den Vortritt. Zuerst. Komm her, ich halte dir die Hand hin. Ich starre dieser Hand an, als wenn es eine Giftschlange wäre. Dann meine ich, kann auch selber starten. Gib mir deine Hand, vertrau mir. Ich mache so zögerlich einen halben Schritt auf dich zu und strecke die so ganz langsam. Du hast ja diesen Kanal offen, da ist unendlich viel Misstrauen und ganz klar der Gedanke, du wirst mich über diese Kante werfen. Ah, vollkommen unbegründet. Und du spürst deinen absoluten Widerwillen und wirklich, wirklich abgrundtiefe Angst vor dieser Höhe und vor diesem Fallen. Ja, wenn du deine Hand in meine legst, Koali... Klitschnass und kalt. Ich konnte ja meine Gefühle ausknipsen und in meinem Präludium konnte ich das auch bei anderen. Zieh mal eine Karte für mich, ob ich das bei ihr hinkriege. Ja, das 10. Arcanum, das Schicksal in umgedrehter Bedeutung, Unglück, Stagnation, Exzentrität, Narretei, Gedankenlosigkeit, Indiskretion. Gut, also es klappt zunächst überhaupt nicht. Du spürst halt meinen Geist in deinem Geist, wie ich versuche anscheinend irgendwie was zu tun, aber da ist so viel Widerstand gerade und so viele Gedanken, die halt wahrscheinlich bei dir im Kopf so ein Gedankenkarussell angeworfen haben. Würde ich mal behaupten. Mhm. Bis du halt irgendwann einen hörst, atme. Und jetzt noch pass dich an meinen Atem an. Du spürst ihn. Und ich schick dir quasi so meinen Herzschlag und meinen Atem durch die gedankliche Verbindung. Du spürst jetzt quasi, was ich spüre. Beruhig dich. Ja, du kannst mit der inneren Ruhe, kannst dich jetzt auf jeden Fall beruhigen. Ne? Genau. Und mit Ross und Reiter kannst du ein starkes Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Genau, lass alles los. Schließ die Augen und mach die Flügel auf. Und spür einfach nur den Wind. Dann stehst du ganz langsam. Du merkst, ich habe kaum Kontrolle wirklich über diese Flügel. Ich versuche, die so aufzuklappen. Die sind auch bei bestem Willen nicht ganz aufgespannt. Mhm. Weiter. Das geht nicht. Doch, es geht. Mhm. Dann schubst mich der Wind runter. Er schubst dich nicht, er trägt dich. Nur manchmal. Dann bestimmt. Los, umarme ihn. Na, gehen Sie so ein Stück weiter auf. Aber diese Spannweite kriegt sie einfach nicht vernünftig lange gehalten. Das merkst du auch. Wir werden an deiner Kondition arbeiten müssen. Ich glaube, Daniel sollte dir ein bisschen Krafttraining verschreiben. Ich stehe bereit? Da ein bisschen verschränkten Arm und nicke zu. Ich komme mittlerweile da auch so ein bisschen in die Nähe zu der Plattform hochgeflogen. Guck euch an. Geht's los? Ja, hey! Lyriel ist auch in der Nähe. Und
scharrt quasi mit den Flügeln, nicht mit den Hufen. Und, ja. Ich stelle mir das gerade echt witzig vor, dieser Falke Inaril mit den großen braunen Schwingen und dann eher so Kolibri-mäßig Lyriel daneben. Ja, wahrscheinlich ziemlich genauso. Ja. So, und jetzt werde ich dir Starthilfe geben, bereit? Wie? Auf mein Zeichen springst du und mit dem Druck von meinen Flügeln werde ich dir Luft unter deine Flügel geben. Und auf diesem Luftkissen wirst du fliegen. Ich werde fallen. Dafür fliege ich unter dir. Und ich habe einen kaputten Flügel unter dir. So wirst du mit deinen auch fliegen können. Eins. Ja, man sieht, wie so anfangen Tränen aus den geschlossenen Augen über die Wangen zu rollen. Zwei. Dann stoße ich mich ab. Zieh dich mit hoch. Und würde mit meinen Flügeln einmal ganz kräftig aufschlagen, sodass halt wirklich Wind unter ihre Flügel kommt, damit sie eine Starthilfe bekommt. Willst du Herr über den Leib verwenden? Dann kannst du deine Stärke ja in Extremsituationen erstellen. Ich greife in die göttliche Kraft in mir und verursache einen ordentlichen Windstoß oben auf der Plattform, der dich halt auch wirklich in die Luft katapultiert. Mhm. Und wahrscheinlich auch ein gutes Stück nach vorne runter von der Plattform. Wie eine Trägerrakete. Genau. Hoffentlich will da gerade niemand landen. Aber das Gute ist, dadurch, dass die Flügel offen sind, solltest du theoretisch gleiten. Gucken wir mal, zieh doch mal eine Karte. Ja. Das ist die gleiche Karte, die ich bei meinem ersten richtigen Flug in mein Präludium gezogen hatte. Schicksal. Vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Ja, was du merkst, wenn du hast ja die ganze, ist ja dieser Kanal offen, du hast ihre Hand gehalten, ist auf jeden Fall halt von dieser Angst, dass du sie runterschmeißt, so ein Erstaunen und ein Vertrauen fassen, weil du genau das nämlich nicht tust. Und wenn sie dann, ja, wenn sie von dir in die Luft gezogen wird und dann dieser Luftstoß kommt, ist wirklich zuerst so, schwallt diese Angst wieder hoch, aber weil halt die Flügel auch schon auf sind, weil ihr alle vier um mich herum schwebt und du wahrscheinlich auch kurz nach mir dann selber abhebst, und die Flügel halt, wahrscheinlich ist ihr das noch nicht oft passiert, dass die Flügel mal ganz aufgestellt waren, sondern sie immer so mit halb angezogenen Flügeln versucht hat zu fliegen, ist es einfach zum ersten Mal so ein Gefühl von, huch, da ist ja viel mehr Platz unter den Flügeln für Luft und Wind. Das ist ja plötzlich viel stabiler. So viel, viel größer alles und viel mehr zusammenhalten. Es funktioniert alles, es spielt alles besser zusammen und ich stürze nicht sofort wie ein Stein runter, sondern ich gleite tatsächlich auf jeden Fall ein gutes Stück. Man hört auch so ein, ja, man sieht vielleicht so, wenn ich so losfliege, so die glitzernden Tränen hinter mir, so seitlich vom Kopf, vom Wind und dann einen, wenn ich die Augen aufreiße, ein erstauntes, wow, ich fliege! Genau, weiterschlagen! Was? Das auch den noch? Den Flügeln schlagen! Ja, dann fange ich mal an zu flattern. Die ganze Länge benutzen! Nicht wieder einklappen! Ja, dann gehen die Flügel einmal runter. Das ist anstrengend! Und wieder hoch, wieder runter. Es ist nicht so ganz symmetrisch, die Flügelschläge und auch total unregelmäßig einfach. Ja, dann erkläre ich Liberiel erstmal für ausgeschlossen vom Fangspielen. Und Daniel gebe ich den Startschuss, während ich Liberiel mitnehme. Wir fliegen jetzt mal ein paar Runden um die Stadt.
Ich werde dir noch ein bisschen mehr Luft. Ja, ich werde dir jetzt noch ein bisschen mehr Luft unter die Flügel geben, dass wir eine ordentliche Flughöhe erreichen und dann drehen wir mal ein paar Ründchen. Ja, ich mache quasi so eine kleine Vorwärtsrolle, um halt entsprechend irgendwo wegzugleiten, damit Daniel mich nicht sofort kriegt und das kann dann losgehen. Daniel, wie ist es mit dem? Willst du eine Karte fürs Verfolgen? Oder wen verfolgst du? Oder kannst du dann nach der Karte entscheiden, wen du verfolgst? Genau. Okay, das wird interessant. Das ist das 16. Arcanum, der Himmel. Aufrechte Bedeutung, Zuflucht, Läuterung, Ehrgeiz, Wiederherstellung, Erneuerung, Wandel, Umstrukturierung, Erwachen, Heilung, Ausdehnung, Echtheit, Aufbau, Entwurf und Orientierung. Ja, dann lasse ich die beiden erstmal von der Plattform springen. Springen dann selber mit einem Hechtsprung hinterher. Bleibt dann ein bisschen in der Luft, so in der Schwebe, um mich umzuschauen und sehe dann Inariel, wie der hinter einem Dach verschwindet und wird dann mal die Verfolgung aufnehmen. Ja. Und dann müsste Inariel mal sagen, wie er da reagiert. Ist auch eine Karte? Ja, komm. Ja, komm. Karte. Ja. Das 12. Arcanum de Beutereiter, umgedrehte Bedeutung. Verwüstung, Aufgabe, Vorurteile, Arroganz, Kapitulation und Unentschlossenheit. Oh Gott, was habe ich getan? Das ist gar nicht einige Schornsteine werden leiden. Es ist gar nicht so wild. Was Inariel weiß, ist, dass er der beste Flieger ist hier. Also, geh mal davon. Das ist das, was er denkt. Der beste mit Auszeichnung, oder? Genau. Und Daniel also, denkt dasselbe von sich. Daniel, das gesehen hat, werde ich hinter so einem Dach verschwinden, um dann da wieder durch so eine Gasse zu fliegen. Und gerade als ich so denke, ja, ich gucke hinter mich, hab ihn ja natürlich abgeschüttelt, überhaupt gar kein Problem. Wird er von vorne kommen und mich, er hat gesehen, okay, er müsste da rauskommen, ist dahin geflogen und hat mich einfach mit einer Abkürzung ziemlich schnell erwischt. Dann dann stehst du quasi mit dem Rücken zu mir und ich tauche dann so auf und nehm dich dann einmal so von hinten so um die Hüften. Buh. Da! Wo kommst du denn her? Oh, Mist. Du hast viel zu viele Schnörkel geflogen. Ja, weil es Spaß macht. Das war nicht die Aufgabe. Ja, schon, irgendwie schon. Siehst du, wie spät ich fange. Ja, gut. Jetzt ist die Nariel dran, kommt dann über den Allgemeinkanal kurz darauf. Nee, nicht so weit die Flügel kippen. Na gut, Daniel, dann. Ich schraub mich dann noch ein bisschen in die Höhe und gib dann mal Vollgas, um erstmal wegzukommen von dir. Ja, ich werde auch ein bisschen in der Luft stehen. Ich dann umschauen. Such erstmal, wo ist überhaupt jemand? Ich werde erstmal gucken, wo die sind, bevor ich eine Verfolgung aufnehme und dann jemanden rauspicken, den ich vielleicht gut kriegen kann, um ihn dann zu fangen. Werde auch mal ganz dicht an Zitariel und Liberiel so vorbeifliegen, aber wahrscheinlich so zwischen denen so durch. Und, dann fange ich an zu kippeln, weil du Luftturbulenzen machst. Und dann die anderen suchen und fangen. Ja. Sag du mir, ob du jemanden findest oder ob du eine Karte willst oder nicht. Ja, wir nehmen nochmal eine Karte. Okay.
Das ist das erste Arcanum, die Kirche in aufrechter Bedeutung. Nachsicht, Willenskraft, Kommunikation, wundersame Fähigkeiten, Erinnerung, klares Denken und Fühlen, Organisation, Entschlusskraft und Verständigung. Ja, dann ist das ja ziemlich gut, was ich mir so gedacht hatte, dass ich auch tatsächlich gucke, ich sehe dann irgendwann, gut, da fliegt Daniel, gut, da fliegt Lyriel. Und ich beobachte sie eine Weile, fliege nicht so wirklich Verfolgungsjagd, sondern schaue, was tun sie, welche Wege gehen sie und versuche mich da reinzufühlen, zu verstehen, wie sie fliegen. Ich kenne sie noch nicht so lange und schaue mir auch so ein bisschen an, so die Flugtechnik, die sie drauf haben und werde dann, wenn ich denke, gut, so wie Lyriel da fliegt, ich fliege so ein bisschen über ihr und lasse mich dann einfach wie so ein Stein fallen vor ihr. Und werde dann im letzten Moment die Flügel wieder ausbreiten und dann nur so kurz so an sie am Bein berühren. Du bist! Und wird dann weiterfliegen. Ja, das wird dir wahrscheinlich ziemlich gut gelingen, weil sie sich bevorzugt da aufhält, wo es grün ist, also überall, wo vielleicht so ein paar Bäume wachsen oder so, fliegt sie eher so lang oder segelt auch gerne mal so durch die Luft und dann, oh nein! Mann! Und ja, dann macht sie erstmal kurz Halt, setzt sich vielleicht auch kurz auf den Ast, verschnauft kurz und guckt dann halt mal, wo entsprechend die anderen sind, was die anderen machen, wo Daniel ist. Wo fliegt ja. Daniel denn lang, um nicht gefangen zu werden? Der fliegt vor allem so quer durch diese Häuserschluchten, nenne ich es jetzt mal. Nicht so in so einem Zickzack, wie Inariel das machen würde, mehr halt so lange Straßen entlang, um dann einfach knapp vor einer Wand dann mal eine Kurve zu fliegen oder so, aber nicht so zickzack durch alle Gassen. Das heißt, wenn man mit im Sturzflug auf dich niederstürzen würde, dann würde man, wenn man dich nicht kriegt, wahrscheinlich auf den Boden aufschlagen und Leute treffen. So in etwa, ja. Geschickt. Ja, dann hätte ich doch jetzt ganz gern auch einfach mal eine Karte. Ja. Sollst du kriegen. Jetzt gucken. Das ist das 14. Arcanum, die Traumsaat. Umgedrehte Bedeutung. Mutation, Wettkampf, Ungleichgewicht und Groteskes. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann. Machen wir das doch mal so, dass ich mir das eine Weile lang angucke und dass ich dann erstmal versuche, im Grunde genau die Parallelstraßen zu Daniel zu finden. Und dass ich dann gucke, klar, irgendwann enden die auch vor einer Mauer und ich werde dann halt mein Bestes versuchen, vorauszuahnen, in welche Richtung er sich dann dreht, um dann halt entsprechend ihn abzufangen. Also halt irgendwie, wenn es zweimal nicht klappt oder so, dann das nächste Mal irgendwie wieder die Parallelstraße und dann halt, ja, dann biege ich quasi dann rechts in seine Richtung ab, um ihn dann einzuholen. Mhm. Daniel, kriegst das wahrscheinlich mit, dass diese Taktik ist jetzt durchschaubar. Ja. Aber ich will ja auch einen Wettkampf herausfordern. Nee. Ja, Karte und so. Naja. Ja, dann. Wahrscheinlich provozieren, dass er falsch abbiegt und dann gegen eine Mauer fliegt. Dann wirst du so zwei, dreimal mich nicht erwischen. Und beim nächsten Mal werde ich dann kurz bevor du mich erwischst, in die Höhe schießen und dann mit
Vollgas die Wand hinterher, sodass du hinterher musst, wenn du mich kriegen möchtest. Ja, ja, erstmal würde ich schon hinterher. Ich meine, ich will dich fangen. Und dann hätte ich einfach gern noch eine Karte. Aber gern. Das vierte Arcanum, die Schrottbaronin in umgekehrter Bedeutung. Tyrannei, Unreife, Fesseln, Diktatur und Gewalt. Die hatte ich schon mal. Ja, deine Tyrannei der Flugrichtungsvorgabe klappt. Und mir fällt leider nichts anderes ein, als dir hinterher zu fliegen. Ja. Stößt wieder den steilen Flug hinter dir her. Ja, und jetzt ich streng mich halt an, um aufzuholen. Und ja, im Grunde weiß ich jetzt nicht, wie gut du im Flugtraining so bist. Ich fliege jetzt, oder Lyriel fliegt ja ziemlich gerne. Das heißt, das macht sie auch recht häufig und vielleicht auch ein bisschen trainiert. Ja, kann das schon. Ich weiß ja nicht, wie oft man dir befiehlt zu fliegen. Zumindest ist Daniel geschult, sagen wir mal so. Gedrillt. Wenn du verlierst gegen Raphaeliten. Das werde ich nicht zulassen. Ich fliege da vollkommen stur, in vollem Bewusstsein auch in so eine Sackgasse. Mit Vollgas auf die Wand zu und da brauche ich nochmal eine Karte. Mit Vollgas auf die Wand zu und dann kommt eine Karte. Oh, oh, oh. Das kann ja nur schief gehen. Eigentlich schon. Es ist das achte Arcanum der Kompteur in umgedrehter Bedeutung Schwäche, Missbrauch, Zwietracht, Verderbtheit und Zorn. Oh. Ja, dann fliege ich auf die Wand zu, zieh kurz davor nach oben, in der Hoffnung, dass Lyriel vor Schreck da vor der Wand einfach stehen bleibt. Das hat sie wahrscheinlich irgendwie gerochen und erwischt mich dann tatsächlich, während ich da so steil diese Häuserwand hochfliege. Du mich dran. Nee, ich keuche, weil also das war schon gutes Training und das war für dich so vorhersehbar. Du bist dran. Und dann mache ich so einen etwas erschöpften Schlenker und segle erstmal ein bisschen davon in Richtung Grünzeug. Du kriegst von mir in dem Moment noch ein nicht schlecht für einen Raphaeliten. Ja. Auf jeden Fall das Daniels Ansehen, ja. Ja. Nicht alle so sind nicht alle so schwächlich. Gibt eine geistige Notiz, ja. Wow, also das ist ja schon eine Ehre. Ui. Ja, dann spielt ihr noch eine Weile weiter. Zitariel fliegt mit Liberiel noch ein paar Manöver. Und wie schätzt Zitariel denn jetzt Liberiel ein mit dem langen Flug, den ihr vor euch habt? Ja, das Schöne ist ja, ihre Flüge sind wie gemacht für Langstreckenflügel. Mhm. Wofür sie nicht gemacht ist, sind kurze, wendige, schnelle Manöver. Mhm. So, in einem Wald wäre sie vollkommen aufgeschmissen, aber wir fliegen ja nicht in den Wald. Das ist ja das Schöne. Sondern wir werden viele lange Strecken haben, wo halt wenig im Weg ist. Und dementsprechend sollte sie das mit genügend Starthilfe und vielen Gleitstrecken eigentlich ganz gut hinbekommen. Bedeutet, wir werden relativ steil am Anfang hochfliegen müssen, um danach halt einfach nur noch auf einer gewissen Höhe halt immer seicht runter zu gleiten. Ja. Gut. Und wie geht's Liberiel damit? Gewöhnt sie sich dran?
Du merkst, man erwartet ja bei Leuten, die vor irgendwas Angst haben, dass wenn sie in einer Weile Sachen ausgesetzt werden, die Angst machen, dass das nachlässt, dass so ein Gewöhnungseffekt eintritt. Du merkst, dass das bei ihr einfach nicht kommt, dieser Punkt. Da ist irgendwas in ihr, was absolut... Also du weißt wahrscheinlich auch, dass die Ramiliten halt auch die Fähigkeit haben, ihre Emotionen abzuschalten. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund macht sie das auch einfach nicht. Da ist immer diese unterschwellige Angst, ich stürze gleich ab. Sobald ich irgendwie anfange zu kippeln, zu trudeln, ploppt das auf wie so ein großes Neon-Leuchtschild. Alarm, Alarm, ich falle, ich falle. Aber es gibt ihr unheimlich viel, dass du nicht von ihrer Seite weichst. Das ist auch was absolut Neues scheinbar so für sie. Ja, ich denke, ein paar Stunden sind zu wenig für einen Übungseffekt, aber wir haben ja die nächsten 4 bis 6 Tage. Das schauen wir dann mal. Ja, und wenn wir dann fertig sind, dann würde ich alle mal zu einer Besprechung auf die Luftplattform beordern. Mhm. Dann ein bisschen Lob verteilen. sehr schönes strategisches Manöver, Daniel. Als du Inaril in der ersten Runde geschnappt hast. Lyriel auch. Ich hätte nicht gedacht, dass du so lange hinter Daniel herfliegen kannst. Also Respekt. Danke. Vor Verlegenheit reibe ich irgendwie meine Hände an der Schürze sauber. Und das, ja. Auch deine Gedankengänge waren sehr interessant, Inariel. Ich habe heute viel gelernt. Nun, also, was habt ihr zu berichten für morgen? Und jetzt spreche ich halt wieder nur über die Gedanken, über den Gedankenkanal und teile euch halt quasi so nochmal den Auftrag mit, ne? Halt das und das müssen wir tun, mit den Erinnerungen. Wir müssen halt dahin fliegen, ein Fort errichten, die Bevölkerung dort wieder unter die Fitte der Kirche bringen im besten Fall und die Schrottbarone, die dort ansässig sind, zurückdrängen oder vertreiben und im besten Fall bekehren. Jeder einen Bericht von dem, was er beizutragen hat für morgen, genau. Genau. Dann wird halt verteilt, wer was wie tragen muss. Wahrscheinlich werden Daniel und ich die schwereren Sachen tragen. Dann, wann es halt morgen losgeht, bei Sonnen. Nach Sonnenaufgang. Genau. Ja, ich werde halt berichten, dass es ja vielleicht bei mir nicht ganz so und ich werde eventuell etwas Saatgut zu Hause lassen müssen. Aber dann, ja, muss ich halt, also merke ich halt auch noch an, es ist natürlich auch die Frage, wo wir genau langfliegen. Wenn wir irgendwo nochmal Halt machen, wo wir vielleicht Proviant aufnehmen könnten, dann müssten wir nicht für die ganze Reise. Ich weiß ja nicht, ich glaube tatsächlich Grazianopel, oder? Nee, ist ein ziemlicher Schwenk nach links, ne? Eigentlich wollte ich über die Adria fliegen. Das wird das erste große, ich schaue da mal zu Iberiel, das wird die erste große Anstrengung. Über die Adria das zu kommen. Und dann können wir kurz Rast machen vor den Alpen. Das wird dann die zweite große Anstrengung. Und dann sollte unser Weg zwischen Nürnberg und Prag durchgehen. Da könnten wir gut Halt machen und noch mal einen Tag vielleicht in einem Himmel bleiben. Wenn wir nach Prag gehen, können wir vielleicht aktuelle Karten aktuellere Karten der direkten Umgebung dort bekommen. Ich denke, es wäre sinnvoll, wenn wir, nachdem wir die Alpen überquert haben, neuen Proviant aufnehmen. Das bedeutet, dass wir unser Gepäck erleichtern, bis wir in das Gebirge kommen und dorthinter dann neuen Proviant aufnehmen. Ich werfe mal einen Blick auf die Karten. Ja, wir haben ja keine Karten. Ja, also, aber ich habe eine Karte im Kopf, meine ich. Weil ich habe ja Strategien gelernt, bedeutet, ich würde das einfach projizieren aus meiner Ausbildung. An das, was ich mich erinnere. Du kannst halt einfach auch die Karte, die Inariel in seinem Kopf hat, einfach einsehen, ne? Und ja. Er kann dir die Karte senden. Ja, die ist recht detailliert, ja. Ja, dann verteile ich die einfach. Also dafür ist der Urilith ja da, ne? Also ja, genau. Du bist genau, dann nur der Wissen zusammengenommen und dann du bist ja der Entscheidung treffen muss. Ich würde sagen, so viel Proviant brauchen wir dann vielleicht nicht, weil
In den Alpen sind wir schon innerhalb von einem Tag, das sollte kein Problem sein. Dann ja. Aber schlägt in den Bergen nicht gleich das Wetter um? Sollten wir da nicht sicher gehen? Natürlich. Ja, aber mir ist noch was anderes eingefallen und ich würde halt entsprechend schon zurechtlegen. Also ihr seht immer mal wieder irgendwelche Bilder von irgendwelchen Pflanzen oder Samen aufploppen, die halt von Lyriel irgendwie rüberkommen. Sie scheint sich da irgendwie was zurechtzulegen, dass sie halt weniger Saatgut mitnimmt, dafür halt Sachen, die sie halt quasi noch auskeimen kann, also Kürbiskerne, irgendwie sowas, was halt dann recht schnell wächst und viel einbringt, sowas alles. Ja. Ja, und so könnte das gehen, dann wären wir etwas weniger belastet. Gut. Aber so ein Kern wiegt doch nicht viel. Ja, deswegen. Ich hatte erst andere Sachen geplant. Aber macht es dann, wenn wir fliegen, nicht Sinn, über Wien zu fliegen, dort Pause zu machen, dann nach Prag, bevor wir die große Strecke machen? Nicht die geradere Strecke geht ein bisschen westlicher von Wien, direkt über die Alpen. Ja, weiter im Osten sind sie ein bisschen flacher. Vielleicht noch weniger riskant. Riskant wird es nicht sein. Mit den Winden? Das bekommen wir schon hin. Die schwierigste Strecke sehe ich von in der Nähe von Leipzig, ist ja dann die Küste. Und ja, wirklich schon. Und dann von da aus bis nach Gotland. Ich würde Wien als Ausweichstrecke planen. Wir sollten schauen, dass wir möglichst bald an unserem Ziel ankommen. Sollten wir feststellen, dass wir auf ein unüberwindbares Hindernis stoßen, können wir nach Osten ausweichen und über Wien fliegen. Ja. Mhm. Ja, du siehst wahrscheinlich diese Karte, wo ich sehe, Leipzig dann ganz lange nichts, Gotland. Wie lange fliegen wir da? Pack so einen Mentalfinger auf diese Meeresstrecke bis zur bis zur Insel. Das sieht weit aus. Wenn ihr langsam, zu langsam seid, dann schafft ihr das nicht in einem Tag. Also ich hoffe, dass wir das in 8 bis 10 Stunden geschafft haben. Aber Liberiel, mach dir keine Sorgen. Ich kann auch gerade vor der Strecke, kann ich dir immer mal wieder ein bisschen Kraft geben für deine Flügel. Außerdem müsstest du ja bis dahin auch schon ein bisschen besser trainiert sein. Danke. Oder ausgelaugt. Vielleicht ist sie bis dahin auch schon längst wieder bei Gott. Wer weiß. Ja. Gut, dann geht in dieser Art und Weise der Tag in Roma Aeterna zu Ende, bevor ihr aufbrecht am nächsten Tag. Lyriel hat ja die Ausrüstung zusammengesammelt, die ihr mitnehmen wolltet. Da wir keinen Platz mehr haben für Bücher, verbringe ich einen Großteil der Nacht lesend, um das alles bei mir abzuspeichern. Mhm. Alle anderen wahrscheinlich werden sich zur Meditation zurückziehen, diesen Pseudoschlaf, den die Engel haben, um sich auszuruhen vor der langen Reise. Und im Normalfall ist es auch kein Problem, sich irgendwie auszuruhen im Schlaf oder so. Aber Zitariel machen die Ereignisse von heute und die Aussicht über mit dieser neuen Schar in die ist gerade wieder eingefroren. Ich hoffe, sie hört mich überhaupt. Ich habe nur gerade mal die Kamera ausgemacht, weil es wieder angefangen hat zu robotern. Ja. Die Ereignisse von heute und die vor dir liegenden Aufgaben machen dir zu schaffen. Du brauchst etwas länger als für gewöhnlich, um dich in diese Ruhe zu bringen, die Meditation anzusetzen, die Augen zu schließen und wirklich auch zur Ruhe zu kommen. Dir gehen viel zu viele Gedanken im Kopf herum, was alles schief gehen kann. Und der Druck, der auf dir lastet, jetzt diese neue Schar zu führen, die du jetzt ja noch gar nicht so lange kennst,
Die ersten Eindrücke hast du gewonnen und es wird schwierig. Mhm. Deswegen ist du etwas unruhig werden am Abend. Und der Traum, der dich heimsucht des Nachts, ist dann dementsprechend verwirrend. Du siehst das kleine Dorf, wo du mit Inariel warst, siehst Inariel, wie er vor dir herfliegt, um dich herumschwirrt, dieses Gesicht, was er gezogen hat, dieses Lächeln, als du wiedergekommen bist, fliegst über das Dorf hinweg, siehst die Kinder, wie sie da spielen und so, und dieses tiefe Gefühl von Verbundenheit, dieses, ich will da eigentlich sein, aber ich kann nicht, ich muss viel, viel weiter weg. Und dann trägt dich irgendwie dein Eindruck auch über das Dorf hinweg. Du fliegst, die Kinder winken dir noch hinterher. Und dein Selbst im Traum schießt über das Dorf hinweg, lässt die Kinder weit hinter dir. Und selbst Inariel mit seinem Lächeln kann dir kaum folgen. Und irgendwann verliert sich auch sein Antlitz hinter dir, wenn du dich umsiehst. Und du fliegst ins dunkle, schwarze, Unbekannte hinein. Und öffnest dann wieder deine Augen. Und sitzt auf einer grünen Wiese. Und irgendwas ist anders. Sonne scheint. Guckst an dir herunter, siehst einen Reifen in deiner Hand. Kannst ihn vor dir hertreiben, den Hügel hinab zu einer kleinen Hütte, zu einer Ansammlung von Hütten am Fluss. Und irgendwie kommt dir dieser Fluss bekannt vor. Und es macht Spaß, den Reif vor sich herzutreiben, den Hügel durch das Gras hinunterzulaufen, das nicht sonderlich hochgewachsen ist, fein geschoren. Tollst herum. Und es ist wie ein Jauchzen, was aus deinem Mund kommt. Und dann hörst du Hufschläge. Und das nächste Bild, was dir gewahr wird, ist wie so in der Dunkelheit sitzt unter der Treppe. Und jetzt wird dir erst bewusst, ich sitze hier unter einer Treppe und diese kleine Kammer ist niemals groß genug, um meine Flügel zu tragen. Wie passe ich überhaupt hier rein? Greifst dir auf den Rücken und deine Flügel sind verschwunden. Wie bei diesem Engel, den du verwunschen hast, der gefallen ist, der verworrenes Zeug von sich gibt und Mensch werden will. Und dann geht die Kammertür auf und ein entsetztes Gesicht einer alten Frau, die ein bisschen Ähnlichkeit hat mit der Frau, der du Helena anvertraut hast. Hinter der Frau ein in Rüstung gewandeter Beutereiter, der die Frau zur Seite schiebt, die mit Tränen in den Augen hat und dich an der Hand packt und aus dem kleinen Kabuff zieht. Und dann erwacht Cetariel aus ihrem Traum. Und wir beenden für heute diese Session. Ja, wenn man sich Albträume als Schwäche nimmt, ist das... Ich glaube, ich muss das auch noch wegradieren. Nein. Ich habe das schon gesehen. Ich sehe nur noch, dass die Schwärze um mich herum kollabiert und ganz, ganz aus der Ferne hört man einen Schrei. Nee, ja, dieses Gefühl des rausgezogen werdens ist das Letzte, was Inariel da fühlt. Cetariel da fühlt. Ja, vielleicht fühlen es die anderen auch. Ich weiß ja nicht, vielleicht erwachen die anderen aus ihrer Meditation durch einen kleinen Aufschrei von Cetariel des Nachts, ja. Werden wir beim nächsten Mal sehen. Werdet ihr beim nächsten Mal sehen, ja. Dankeschön fürs Spielen heute. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch ordentlich überzogen. Aber naja.
macht man halt, wenn man es so, wenn es so gut klappt gerade. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Wenn alles klappt, spielen wir in 2 Wochen weiter. Und uns nicht wieder die Seuche oder das Real Life dazwischen funkt. Und danke an euch da draußen, die ihr zugeguckt habt. Ich habe hier den Jairobi ganz oft gesehen und Srave 333 habe ich ganz oft gesehen und Kargrim war da. Danke, Steelhammer natürlich, ja, die auch alle irgendwie viele Fragen zu haben schienen, die aufkamen. Ja, lasst euch überraschen. Alles, nicht alles sofort irgendwie herausposaunen hier. Ja, Tava war auch da, habe ich ganz am Anfang gesehen, hat gegrüßt. Dankeschön, dass ihr so fleißig zuguckt und auch kommentiert habt. Falls ihr es nachschaut, hinterlasst uns einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Das ist, wie Hotney und Jamera immer gut sagen, unser Brot zu Brot. Ja? Davon leben wir als Streamer. Wir kriegen ja kein Geld für das, was wir hier machen. Ne? Also Kommentare sind unsere Bezahlung. Ja. Motivationsschub, sagen wir. Definitiv. Es motiviert einen ungemein, wenn man sieht, dass es anderen Leuten gefällt. Oder wenn andere Leute konstruktive Kritik äußern, ist es auch immer sehr hilfreich, damit man sich verbessern kann. Ja, und falls ihr nicht genug bekommen könnt von Rollenspielzeug und Livestreams, was Pen and Paper angeht, dann schaut doch mal da oben in der Ecke über Jamera. Läuft die ganze Zeit die Adresse vom Nordpol lang. Da findet ihr einen Stream-Kalender. Genau, da findet ihr ganz viele andere tolle Rollenspiel-Streams, nicht nur von mir, sondern von anderen Rollenspielern auch, die ihre Runden und Geschichten mit euch teilen wollen. Und jeder davon ist, denke ich, ein Besuch oder ein kleines Reinschnuppern mindestens wert. Ja. Wo sieht man denn Jotny und Jamera das nächste Mal, wenn wir da schon mal sind? Wir spielen nächste Woche Dienstag die Bastet-Runde zu Ende. Vorher sieht man uns aber am Samstag beim Metal Nerd Shadow zum Mittagstee. Stimmt. Da plaudern wir ein bisschen über Arcane Codex. Sehr schön, ja. Dann nächste Woche Bastet und wenn man uns mal wirklich real sehen möchte, dann nächste Woche Samstag am 22.06. veranstalten wir das Göttinger Rollenspieltreffen, kurz Göre, also Göttinger Rollenspiel-Event und da wird ein bisschen gezockt. Da könnt ihr gerne vorbeikommen, nach Göttingen keinen Eintritt, einfach vorbeikommen und zocken. Ja. Wenn ihr da mehr Infos drüber haben wollt, dann schreibt Hotney und Jamera einfach über den Nordpol an. Die geben euch da sicherlich alle Informationen, die ihr braucht, weiter. Und ja, wo sieht man Feder das nächste Mal? Am Sonntag mit dem D-Rex zusammen. Da darf ich ihn und die Duki und die gute Tago und den guten Azrael durch ein Virus-Szenario scheuchen. Die Welt wurde von einem Virus befallen, der Mutanten hervorruft. Und wir haben 4 tapfere schade. Wissenschaftler, die der ganzen Sache auf den Grund gehen wollen. Es wäre doch jetzt cooler gewesen, wenn dieser Virus alle über 14-Jährigen tötet. Vielleicht baue ich euch ja noch ein, weißt du, einfach so als Easter Egg. Ach, den Besten der Besten der Besten habt ihr ja schon. Ja. Ihr seid quasi sicher. Ja, cool. Also da könnt ihr auf Feders Kanal könnt ihr das sehen. Falls ihr nicht wisst, wo Feders Kanal zu finden ist, dann schaut ebenfalls auf dem Nordpol, da ist es verlinkt. Genau. Und der D-Rex, wo ist der zu sehen? Auch am Sonntag? Das nächste Mal? Oder hast du vorher noch was? Am Sonntag bei Feder und am Montag holen wir den ausgefallenen Dark Ages-Stream bei Rerion auf dem Twitch-Kanal nach. Ah, ja. Also wer Vampire Dark Ages mag, der ist dann am Montag bei Rerion auf Twitch gern willkommen. Auch da, wenn ihr nicht wisst, was der Rerion ist, Nordpol angucken, da ist alles verlinkt. Ja, Loki's Vibe, kann man dich auch irgendwo anders außer hier sehen? Nein, immer noch yes. Engel-exklusiv. Ich habe immer irgendwo einen Exklusiven, den Hotney macht schon, das lässt sich ändern. Ja, sehr schön. Dann will ich den ködern. Nimmst du Muffins als Bezahlung? Ich backe sie selber als Bezahlung. Für wen? Für mich? Zum Beispiel. Hm. Aber auch für Kollegen zum Beispiel. Ja, genau. Das ist ganz ulkig. Ja, cool.
dann wissen wir jetzt ja auch, wo ihr euch die nächsten Tage rollenspieltechnisch weiterbilden könnt und wo ihr tolle Geschichten erleben dürft. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Und falls ihr Lust habt, uns irgendwie live nochmal zu sehen, müsst ihr nicht nur auf das Göre achten, sondern ihr könnt auch zum NerdCon kommen. Die ist nämlich Ende August. Und wer da noch Karten haben will, es gibt noch Karten. Ab 65 Euro seid ihr dabei für 3 Tage Rollenspiel mit inklusive Verpflegung und Übernachtung. Also, falls ihr irgendwo in der Nähe seid zum Westen Deutschlands in NRW, wenn ihr günstig nach NRW kommt, ist das definitiv eine Überlegung wert. Und falls ihr da Infos braucht, auch auf dem Nordpol ganz prominent oben drauf einen Banner draufklicken, dann findet ihr alle Informationen zur NerdCon. Genau, Werbeblock Ende. Ja, cool. Dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder und ich sage nach da draußen Dankeschön fürs Zugucken, euch danke fürs Mitspielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.